Quokcast Folge 48, heute mit einem hochkarätigen Gast, nämlich Shu on Quok, den man ja noch aus Internet und Funk und Fernsehen kennt, der uns heute zur Seite stehen wird, damit wir mit ihm über das Kickstarter-Projekt und die Android-Konsole Ouya reden können, über Sony, die den Cloud-Gaming-Service Gaikai aufgekauft haben und viele andere Geschichten wie das komische Meldewesen-Gesetz, das ja irgendwie ganz schief gelaufen ist und die Tatsache, dass Deus Ex Human Revolution verfilmt wird und noch ganz viele mehr. Ganz viele Themen mehr. So, jetzt aber. Bleibt dran mit Sven und Shu und mir. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge vom Quokcast. Oder sollen wir die Karlauer direkt raushauen? Eigentlich wollte ich ja sagen, liebe Schuhschauer, herzlich willkommen zum Quokcast. Der wäre aber ultra flach gewesen, deshalb sage ich einfach nur, hallo Schuh, wie geht's dir? Hallo aus dem Schuhkarton. Oh Mann, schön, dass du mal dabei bist. Das ist ja echt wunderbar. Ich meine, wir kennen uns ja schon 100 Jahre. Ich sehe so aus, du immer noch nicht. Und deshalb habe ich mir gedacht, wenn Sven und ich hier immer rumlabern mit irgendwelchen Gestalten aus dem Netz, dann können wir den guten alten Schumer dazu holen. Dankeschön, Dankeschön. Aber das, was du an grauen Haaren im Bart hast, habe ich mittlerweile ansatzweise hier. So eine kleine, sieht aus wie ein Stinktier. Ja, solange so es nur so, so aussieht, Träne. Ist ja okay. Das ist aber eine schöne Überleitung, weil jetzt kommen wir zum bestgestylten Mann dieses Podcasts, nämlich Sven. Hallo Sven, du warst beim Friseur. Ja, der Punkt ist ja einfach, ich werde ja ständig jünger und du wirst älter. Und irgendwann, nee, Moment, das ist was anderes vom mathematischen Prinzip her. Ja, ja, ich war beim Friseur. Irgendwann muss man ja auch mal ab mit dem ganzen Scheiß. Deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich für einen Moment lang besser gestylt, bis wieder irgendwie die Mähne anwächst und ich keinen Bock mehr habe zu duschen, wie das ist, immer tagelang durcharbeitet. Genau. Im Chat weist mich gerade Speiseberger darauf hin, dass Grau macht schlau, ne? Das wollen wir noch tatsächlich mal erwähnen. Müssen wir das Ganze jetzt vertiefen, dass wir weiter auf irgendwelche Haarfärbemittel gehen oder Nein. auf Frisurgeschichten oder sowas? Sonst da werden wir nur von Altkanzler Schröder verklagt. Da gibt es bestimmt auch schöne Gadgets, mit denen man sich wunderbar die Haare. Ich habe mal irgendwo bei irgendeinem dieser Verkaufssender so ein Ding gesehen wie so ein Staubsauger, mit dem man sich die Haare. Ja, der Flobi. Wie? Hieß der so? Der ja, war das so? Zum Haare schneiden. Ja, der da direkt oder? Alles aufgesaugt hat, ne? Ja. Aber ich habe eine gute Bekannte, die ist Friseurmeisterin, die sagt, das ist ein Scheißdreck, was sie da verkauft. Sehr schön, haben wir wieder das erste Produkt heute gebasht. Weiter so, auf geht's, das nächste. Ja, nee, Sven, sag mal irgendwas. Hast du dir was Neues gekauft? Wir müssen jetzt irgendwie so in den Flow reinkommen. Und meistens fängt es ja damit an, dass Sven sich irgendwas Neues gekauft hat, es abgöttisch lieb, total mies findet oder sabbernd vor der Ladentheke noch steht und sagt, das will ich haben. Nee, okay. Moment, habe ich tatsächlich. Ist der Kaufrausch etwas? Aber doch, ich habe gestern das CS-Update für Photoshop, also für die ganze Suite bestellt. Aber das wollen wir jetzt hier nicht thematisieren, weil das kostet viel Geld. Und ich bin jetzt selber noch nicht überzeugt, ob das toll ist. Der gute CS6. Ja, ja. Ach so, wird es auch mit Mountain Lion funktionieren? Ich hoffe es doch. Weil damit können wir auf ein anderes Thema elegant überleiten. Etwas, was nur unter Mountain Lion funktionieren wird, ist ja der Desktop-Client von Tweetbot. Weil Micha ist ja jetzt auch endlich tweetbotisiert, nachdem er sich irgendwie jahrelang verweigert hat, irgendwie. Primär auf mobilen Geräten allerdings, ne? Genau, auf mobilen Geräten. Bis jetzt ja auch nicht anders ging. Denn seit gestern gibt es überraschenderweise eine Open Beta für den kleinen Desktop-Client von den Jungs. Offiziell als Alpha bezeichnet wird. Meine ich ja, die offiziell als Alpha bezeichnet wird. Wobei, ich finde, das ist tatsächlich fertiger als so mancher Client, den man im App Store kaufen kann. Insofern sollte man sich davon nicht abschrecken lassen. Ich habe noch keine Probleme gehabt, abgesehen von einem Absturz, als ich was ganz Abstruses mit Ad-Zeichen praktizieren wollte. Und das meine ich jetzt keine Sexualpraktiken mit. Jetzt komme ich da nicht mehr raus. Ne? Ja, lass sehr schön. Warte, Sexualpraktiken mit. Wo ist mein Mauszeiger hier? Gott, Kopfkino. Schnell raus aus den Bildern. Ja, scheiß Seehund, ich muss den irgendwann mal in die Pfanne hauen. So, jetzt haben wir den Tiefpunkt erreicht, niveautechnisch, jetzt können wir weitermachen. Genau. Aber bei dieser Tweetbot Alpha mit dem Mountain Lion stand ja drin, dass sie auf Mountain Lion komplett umsteigen, wenn es denn mal offiziell raus ist. Und so nach ein paar
Stunden wahrscheinlich, ne? Ja, also die Alpha wird jetzt noch unter den ganzen anderen Betriebssystemen laufen, aber die letztendliche Version soll dann nur Mountain Lion fähig sein, wahrscheinlich, weil sie einfach keinen Bock haben, ein Feld einzubauen, bei dem man selbst seinen Twitter-Namen eingeben kann, und das nehmen sie dann einfach aus dem System raus. Wahrscheinlich. Schuh, ich weiß ja, du warst früher, als wir noch so in unmittelbarer Nähe zueinander gesessen haben, warst du ja ein riesiger Apple-Fan. Ist das immer noch so oder bist du mittlerweile wieder auf die dunkle Seite der Macht gewechselt? Nee. Auf die dunkle Seite der Macht wird mich auch nichts mehr rüberziehen. Das heißt, du bist also Apple-Janer und bleibst es? Ja. Jedes Mal, wenn ich irgendwo anfange, dann sage ich immer nur so, ey, stellt mir bloß einen Firmenrechner dahin, wo ein Apfel drauf ist. Sehr gut. Ich will nichts mehr mit Windows zu tun haben. Sehr schön. Und wenn die Arbeitgeber das auch alle mitmachen, dann Daumen hoch. Ja, nicht alle. Aber also jetzt? Jetzt der Arbeitgeber, der macht das. Der hat gesagt, ja, okay, wenn es dir besser gefällt und du damit effektiver arbeiten kannst, dann gerne. Sehr schön. Muss ich mir vorstellen. Und das sagt der, zu dem ich früher in die Redaktion hochgestolpert bin und gesagt habe, Schuh, sag mal, mit der Grafikkarte, so, wir fahren mit meinem neuen Rechner, was mache ich denn da? Und dann hieß es mal, du nimmst dir so ein Barebone und dann steckst du das da rein und dann hast du irgendwie nach 5 Minuten so Dinge und dann musst du hier und da noch ein Kabel und am Ende klappt das dann nicht. Naja, irgendwann wird man ja erleuchtet. Ne? Grau, ich sag nur grau. Man wird vor allem älter. Mit den grauen Haaren kommt Apple. Hat dann keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Mhm. Ja, also ich schleppe eigentlich von jedem Mac meine Festplatte mit rüber oder spiegel die einfach so dann rüber und dann das System habe ich, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren nicht mehr neu aufgesetzt. Nee, das habe ich auch nicht. Also schlepp auch alles irgendwie munter mit rum. Naja, wobei ich ja auch die Angewohnheit habe, auf neue Betriebssysteme relativ spät umzusteigen. Ich bin auf Lion, glaube ich, also bestimmt ein halbes Jahr später erst umgestiegen und Mountain Lion wird wahrscheinlich jetzt auch, ja, so nach dem ersten Update oder nach dem ersten größeren Update, nicht nach diesem Mini-Update, das dann da rauskommt, wo dann der Mauszeiger endlich funktioniert oder sowas, sondern nach dem, wo dann richtige Fehler behoben wurden, dann werde ich vielleicht auch Twitter, wo dein Twitter-Account wieder der Twitter-Account ist und nicht der Facebook-Account. Also genau sowas. Ja. Ja. Naja, aber kurz zu deinem Arbeitgeber. Also das ist ja so, wir reden ja hier gerne über Games, über Gadgets und was weiß ich nicht. Und jetzt, Games ist ja, glaube ich, nicht so die Richtung, aber zumindest alles, was Gadgets angeht, ist es ja tatsächlich der Traumarbeitgeber. Oder du wirst ja, glaube ich, in den letzten Monaten alles in der Hand gehabt haben, wo wir hier sabbernd rumgesessen haben. Ja, es ist schon eigentlich ganz schön, wenn man bei so einem Online-Shopping halt arbeitet. Das Schönste ist immer, wenn ich dann zum Lager fahre und mir mal die Produkte rausziehe, die ich dann da unbedingt abfilmen will, oder wenn da irgendwie neue Software für ein Android-Phone rauskommt, dann dass ich mir zum Lager gehe und mir diese ganzen Gerätschaften rausziehe. Das ist schon schön. Die gucken mich auch schon immer schief an. Okay, oder aber das macht ja eigentlich jeder. Das haben wir ja auch immer gemacht. Das liegt ja nicht unbedingt an der Arbeitsstelle. Schräg angucken, das ist ja normal bei dir. Ja, auch wegen meinem Äußeren. Ja, stimmt, weil wir ja wissen, du kommst ja aus Asien. Deshalb siehst du für uns Deutsche immer ein bisschen komisch aus. Ja, und das in Frankfurt oder ist es noch seltsamer? Okay. Oh ja, richtig. Wollen wir aber alles nicht vertiefen. Wollen wir echt nicht vertiefen. Aber es ist wie ein Süßwarenladen. Ne? Also ich stehe immer davor vor so einem vollen Lager und dann so, Aber genau das wäre jetzt echt der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, kann man denn da tatsächlich alles noch so Gadgets genießen? Freut man sich selbst noch auf Gadgets oder ist da so der Überfluss? Weil ich kenne das ja tatsächlich, also so die C64-Zeit, das ist ja mittlerweile verjährt, da können wir ja ruhig offen und ehrlich sein, wo ja jeder solche Boxen voll mit raubkopierten Spielen oder irgendwie einem zukommen lassen Spiele, ob die raubkopiert sind, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich wurden die so vertrieben. Und da ist dann irgendwann so die Luft rausgegangen. Ne? Da hat man dann alle Sachen immer nur so 5-6 Minuten angespielt und hat sich gar nicht mehr nur noch auf wirklich die absoluten Top-Dinger gefreut. Und ich kann mir vorstellen, bei Hardware ist es genauso. Wenn man da irgendwie sitzt und jedes Android-Tablet in der Hand hat, wie sieht's aus? Ja, das stimmt schon. Eigentlich genau anschauen, schafft man gar nicht alles. Man konzentriert sich wirklich nur auf die Flaggschiff-Geräte oder auf die heißesten Geräte und alles, was da so unter ferner Liefen läuft. Das guckt man sich zwar an, interessiert, aber vertieft kann man es nicht. Okay. Was ja, ach egal. Hauptsache, man hat eben den Süßwarenladenvergleich finde ich eigentlich gut. Hauptsache, man steht davor und darf mal dran schnuppern, oder? Ja, also stell dir mal vor, du bist ein kleines Kind und stehst im Süßwarenladen. Du würdest es ja auch nicht schaffen. Sämtliche Sorten von Bonchis, Kaugummis, Gummibärchen. Hallo, du redest mit einem Menschen, der eine Figur hat, die man im besten Fall als fassähnlich bezeichnen könnte. Trotzdem, ich habe das geschafft. Du hast es geschafft. Das glaube ich nicht. Natürlich. Bei dem Micha gab es mal eine gemischte Tüte und lassen sie die Tüte weg.
Ja, einen gemischten Laden hätte ich gern. Ja, nein, nein, nein. Nein, aber es ist schon schön, mal die ganzen Sachen mal in die Hand zu nehmen. Und dann, man entdeckt manchmal auch so ein paar Schätzchen, die so draußen nicht so wahrgenommen werden. Alle stürzen sich ja immer nur auf das Samsung Galaxy S3 zum Beispiel als das ultimative Android-Smartphone. Wo ich dann sage, dann so, oh, du, es ist ein Plastikbomber, der auf der Rückseite auch noch so ein Hochglanz-Klavier-Lack-Kack drauf hat. Man kennt das ja, diese typische Handbewegung von Smartphone-Nutzern ist ja eigentlich das Display sauber machen, am T-Shirt, am Hosenbein oder sowas. Aber beim Galaxy S3 macht man auch die Rückseite damit dann sauber. Okay. Ja. Sven, schmeckt's? Naja. Wasser ist eine tolle Erfindung. Du musst die Hand wieder ruhig werden, ne? Achso, das Wasser, alles klar. Ja, dann will ich nichts gesagt haben. Eigentlich ist es nur sehr, sehr klarer Alkohol. Ja. Lass uns zu dem übergehen. Vor ziemlich genau 2 Wochen, also eigentlich kurz nach unserem letzten Quopcast, hörte ich dann auf einmal diese wahnwitzige Meldung, dass für 380 Millionen US-Dollar Sony den Cloud-Gaming-Service Gaikai, oder wie immer er ausgesprochen wird, gekauft hat. Und alle Welt rätselt jetzt damit, was Sony damit machen wird. Aber alle Welt sagt auch, hey, das ist ein weiser Schachzug von Sony gewesen. Was sagt denn der Cloud-Experte Nummer 1, Herr Sedivi, dazu? Ich bin jetzt völlig überfahren. Was haben die gekauft? Einen Cloud-Gaming-Dienst, Gaikai, sowas wie OnLive, nur was, anders. Also tatsächlich ein Dienst, der halt so bei sich Rechenpower stehen hat und dann läuft das Ganze über so einen Client mit Streaming. Das Spiel wird in der Cloud, also bei dem Anbieter, berechnet und ich sitze zu Hause und kriege nur das Videobild. Das ist so. Ja, das ist großer Schwachsinn. So, nächstes Thema. Ne, aber ernsthaft? Findest du alles noch nicht sinnvoll, oder? Nein. Also solange wir nicht alle irgendwie auf einer 1000-Mbit-Leitung mit null Latenz sitzen, halte ich das für Blödsinn. Also ich sage das doch jedes Mal aufs Neue. Ich bin derjenige, der seinen ersten HD-Fernseher zurückgebracht hat, weil er als sein SCART-Kabel angeschlossen hat, gemerkt hat, dass da irgendwie 0,00 irgendwas Millisekunden Latenz drauf ist und ich bei Burnout gegen die Wände gefahren bin. Da werde ich mir ja, noch so nicht kann man natürlich Latenz auch seine fehlenden Skills irgendwie rechtfertigen. Ja. Der Fernseher ist schuld. Da gebe ich aber Sven vollkommen recht. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich mal als OnLive in der Beta-Phase war, in Amerika war. Und da habe ich das mal angezockt. Es ist schon gewöhnungsbedürftig. Na, auch so für so einen Noob-Zocker wie für mich. Ja. Und da hatte ich ja auch mal so einen Artikel drüber geschrieben, das ist, glaube ich, bei der Gameswelt dann erschienen. Da hatte ich ein kurzes Interview mit den Jungs von OnLive gehabt. Die müssten ja eine riesengroße Infrastruktur aufbauen. Ja, ja. Überall natürlich, so dicht wie möglich an die Nutzer ran, müssen sie ihre Serverfarm aufbauen, damit diese Latenz halt so klein wie möglich gehalten wird. Und das ist ja, ich weiß gar nicht, wie die das schaffen wollen, weltweit. Naja, wobei, wenn, also jetzt mal klar, die Probleme, die sind natürlich einfach noch da. Aber wenn man so die einschlägigen Fachmedien jetzt mal so liest, die freuen sich ein Bein ab, weil das so der nächste Schritt hin ist zu, keine Ahnung, den Möglichkeiten, die vielleicht direkt im Fernseher dann drin sind, ne? Dass ich nicht mehr irgendwie die extra ausgewählte und spezifizierte Hardware haben muss, sondern mein Fernseher hat eben die Unterstützung, vor allen Dingen eben dann die Sony-Fernseher von Cloud Gaming und ich kann dann eben meine PS27-Spiele auf dem Fernseher direkt spielen, ohne zusätzliche Hardware. Hab dann nur per Bluetooth meinen Controller angeschlossen und alles ist gut. Ja, aber bis das der Fall, also ich behaupte, dass bis die Bandbreite und die Pingzahlen bei allen so gut sind, dass sie das latenzfrei mit Spaß spielen können, haben unsere Fernseher Chips drin, die doppelt so schnell sind wie heutige, weiß ich nicht, 100 Xboxen zusammengeschaltet und dann kann man die Spiele auch direkt vor Ort berechnen lassen. Aber wer weiß, vielleicht werde ich ja Lügen gestraft, das passiert ja oft. Das passiert ja oft, ich wollte es jetzt auch sagen, ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, und wo wir gerade von Lügenstrafen reden, ihr wisst ja, wenn ihr dabei sein wollt, es gibt auf unserer wunderschönen Webseite, die sich da nennt, wie nennt die sich denn, warte mal, die sich quop.net nennt, gibt es ja oben diesen lustigen Button, wo Skype Call-In draufsteht. Skype Call-In, draufklicken, ihr tragt euren Skype-Usernamen ein, euren Vornamen und worüber ihr mit uns reden wollt. Das können Themen sein, die wir irgendwie nicht auf dem Schirm hatten. Das kann eine Korrektur sein, wenn wir irgendwie Unfug erzählt haben. Oder wenn ihr, wie ich ja immer wieder sage, das Candlelight-Dinner mit Sven buchen wollt, dann gibt es eine extra Premium-Hotline dafür. Aber so könnt ihr teilnehmen. Ich gucke dann immer wieder in die Listen rein. Und wenn was Interessantes dabei ist, klingel ich mal durch und schon seid ihr dabei. Ihr müsst keine Webcam haben. Es reicht, wenn ihr ein Headset aufhabt und mit uns reden könnt, ne? Das Candlelight-Dinner gibt es dann demnächst bei Kickstarter, kostet 1 Euro, gibt es bei McDonald's eurer Wahl und ich schicke euch dann einen Ausdruck von mir. Ja, nachdem du es ja auch schon ein paar Mal erwähnt hast, ich war ja wirklich kurz davor, mir dieses Shitstarter-Domain zu holen. Ne? Das hätte einfach so gepasst bei dem Unfug, den man sich immer so ausdenkt.
Sie waren auch frei. Gibt es doch gar nicht in Deutschland, oder? Kickstarter selber gibt es nicht in Deutschland, ne. Ja, du kannst es backen, aber du kannst nicht selber da ein Projekt einstellen. Genau, dafür gibt es ja andere, die Kickstarter mehr oder weniger 1:1 nachgemacht haben. Ob die erfolgreich sind, weiß ich nicht. Und ein paar andere Crowdfunding-Projekte, die durchaus interessant noch sind. Aber ich habe gelesen, Kickstarter kommt zumindest jetzt nach England. Wie sich das jetzt irgendwie europaweit dann auswirken wird, werden wir dann sehen. Ich denke mal, über kurz oder lang wird das auch in Deutschland irgendwann mal kommen. Also. Weil ist dir mal aufgefallen, alles, was über den großen Teich kommt, landet zuerst in Großbritannien. Ja, was? Und die tun dann Pfefferminzsoße drauf. Was ja wahrscheinlich nicht verwunderlich ist, weil A ist die Sprache die gleiche, habe ich mir sagen lassen. Und B gibt es ja wahrscheinlich deutlich weniger, eben vielleicht auch im Zusammenhang mit der Sprache, rechte Probleme. Ne? Naja. Also ob die Sprache die gleiche ist, das Die Engländer reden ja da immer ein bisschen abfällig über diesen amerikanischen Slang. Ja. Ja, das habe ich mir auch sagen lassen. Und trinken dabei Tee. Ja. Genau, wir haben jetzt wieder alle Klischees, die wir eben so hier so durch. Ja. Wunderbar. Wir können ja auch eine Tea-Party jetzt machen. Ja, super. Apropos Tea-Party, Prost, ne? Er hat Tee. Ja, wo wir doch schon mal bei Kickstarter sind, da können wir doch eigentlich mal so die Projekte der letzten Zeit abfeiern. Also mir fällt ja generell nicht viel bei Kickstarter auf. Aber wobei, wenn du jetzt auf diese Android-Konsole hinaus willst, ich denke, dieses Thema wird größer. Das sollten wir dann. Ja, okay, dann mache ich erst das andere, das etwas kleinere. Okay. Also ich bin vor 2 Tagen, habe ich mir mal gedacht, dieses Kickstarter, das ist ja die heiße Scheiße und da muss ja irgendwie mal auch mal gucken, was da so gibt und so. Und unter anderem bin ich über diese Android-Konsole dann auf der Seite gelandet und dabei bin ich auf so ein paar lustige kleine Projekte gestoßen, wo ich mich echt an den Kopf fasse, wie unfassbar es ist, wie viele Leute da wirklich Geld reinstecken. Also ich finde das eigentlich ja ganz, ganz toll, aber bei manchen Dingen frage ich mich echt, what? Nimm mal ein Beispiel, welche findest du jetzt überzogen oder? Nee, überzogen, ich weiß nicht, überzogen habe ich jetzt noch gar nicht so richtig was gefunden, aber es ist irgendwie so krass, wenn Leute dann so 2500 haben wollen und sie kriegen so 300.000 oder so, weil sie einfach eben ein gutes Video gemacht haben, eine gute Idee haben oder weiß nicht, ob die Idee gut ist, aber zumindest eine Idee, die genug Leute für umsetzungswürdig halten. Und zum Beispiel von diesem Stift, dieser Simple Pen oder wie der da hieß, da war ich sehr überrascht von. Ich habe mir dann irgendwie dieses Video angeguckt, weil ich ja selber ein großer Fan von hochwertigen Schreibgeräten bin. Simple Pen, kurz nachgehakt, ist es für digitale Geräte, für Tablets oder ein echter Stift? Nee, es ist tatsächlich so ein Stift, mit dem man auf toten Bäumen schreiben kann. Okay. Es gibt wohl irgendwie, aus Japan kommt wohl so eine Mine, die ist so besonders dünn, so 0,3 Millimeter oder so. Es ist wie so eine der kleinsten Kugelschreiberminen, die es gibt. Und die hat wohl sehr viele Fans, diese Mine. Und dafür gibt es wohl nur so ganz billige Plastikummantelungen, also Stifte, wo diese Mine reinkommt. Und da haben sich irgendwie so 2 Fans dieses Stifts dann gedacht, komm, wir bauen mal einen aus einem Aluminiumblock, wie das ja so ist heutzutage, wenn man Design macht, dann fräst man es aus einem Aluminiumblock. Eine Hülle dafür, also den eigentlichen Stift, wo man dann diese Mine reintun kann. Und dabei ist dann auch noch so eine Hülle entstanden, die man als Mini-Lineal benutzen kann. Und das Ding macht lustige Plopp-Geräusche, wenn man es da rauszieht. Kostet jetzt $99, seit es gecrowdfundet ist. Und früher waren es $50. Ich habe dann irgendwie kurz überlegt, ob, und dann dachte ich, nee, das ist mir irgendwie zu viel. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, der gute Herr Carmack ist ja wieder aus der Versenkung erwachsen. Man kennt ihn von, man darf es sagen, Doom. Ich freue mich jedes Mal wieder darüber. Der ist jetzt irgendwie Unterstützer, also nicht Initiator, sondern Unterstützer von so einem Virtual Reality Headset. Erinnert euch, Virtual Reality ist das, was irgendwie mal in den 90ern die heiße Scheiße war, als man so damals diese Videospielmagazine aufgeschlagen hat. Hast du doch bestimmt auch damals gemacht, ne? Und gedacht, boah! Es gab auch mal Automaten, glaube ich, dafür. Mhm. Ich erinnere mich, dass ich weiß nicht, wann das war. Das ist also wirklich Mitte oder Anfang der 90er gewesen. Da war ich auf irgendeiner Cebit in Hannover eben. Und da gab es dann eben diesen Spielautomaten, wo man in so einem kleinen Ring, wo ich gerade so reingepasst habe, drin stand, mit diesem Ding drauf in die Hand die ganze Zeit nach vorne und da so rudimentär durch so eine 3D-Landschaft gehen konnte. War eben schon lustig, weil dieser 3D-Effekt ganz nett war damals. Heute wird es damit wahrscheinlich echt niemanden hinterm Ofen hervorlocken. Aber na egal. Ich hatte ja sowas noch nie auf der Nase, ne? Ich bin ja schon ein bisschen neugierig. Das ist sau schwer, die Dinge. Also damals waren sie jedenfalls sau schwer. Also auf jeden Fall, das Ganze soll jetzt irgendwie einen neuen Schub kriegen. Und wie gesagt, besagter John Carmack ist da derjenige, der da eine Schirmherrschaft drüber scheinbar übernommen hat. Denn unter anderem soll eben die erweiterte Version von Doom 3 da eine Unterstützung für haben. Und das Ding heißt Oculus. Und nur weil Herr Carmack jetzt da irgendwie bei ist, findest du es wahrscheinlich toll, oder?
Nee, aber wenn man ihn halt als Träger dafür nimmt, ich meine, seit Rage bin ich ja vorsichtig bei allem, was aus id Software rausfällt, aber naja, irgendwie, wenn ich dann irgendwie so eine News lese, wo irgendwie Carmack macht Virtual Reality und dann auch noch Kickstarter, das waren irgendwie so drei Buzzwords in einem Satz und dann ist mein Mausfinger irgendwie ein bisschen lockerer und dann hat das dann so Klick-Klick gemacht und dann war ich irgendwie auf der Seite. Und weil ich gerade tatsächlich mal 3 Minuten meines Lebens Zeit hatte, habe ich mir den Text durchgelesen. Und hast direkt gebaggt? Nee, noch nicht. Das Ding soll irgendwie $500 kosten, in einer quasi Testversion. Und später soll es, also das Lustige ist, das Ding ist auch noch selber zum Zusammenbauen. Also das Teil kommt dann nicht mal fertig assembled in so einer hübschen kleinen Schachtel, sondern es ist wirklich so ein Bausatz halt, wo man wahrscheinlich auch noch so ein bisschen was über Optik und Akkus und Kabel und Löten lernt. Also Löten wahrscheinlich nicht, schätze ich mal. Wahrscheinlich wird es mit IKEA-Klemmschrauben verbunden sein, die man wahrscheinlich dann auch noch nachbestellen muss, weil sie fehlen. Wer weiß. Aber ja, das Ding liest sich eigentlich ganz nett. Also im Gegensatz zu diesen früheren Virtual Reality Headsets oder Brillen, die ja immer so ein Auflösungsproblem hatten, soll das Ding jetzt so zumindest ansatzweise HD-ready, also sprich 27p, unterstützen. Zwar nur auf 2 Augen verteilt, aber hey, wer 3DS spielt, der... immer noch davon nicht überzeugt. Ich glaube, Virtual Reality kann überhaupt erst dann funktionieren, wenn es die Tretmühle darunter gibt, ne? Dass du auf der Stelle irgendwo rumlaufen kannst. Ja, alles andere ist nur... Das habe ich mir dann auch gedacht. Aber ausprobieren würde ich tatsächlich gerne mal. Also ich weiß nicht, ich glaube dieses VR1 oder wie dieses Teil damals hieß, woran ich mich noch grob erinnere, das kostete, glaube ich, das war unbezahlbar oder so. Ne? Das war nicht mal so im Ansatz, wo man drüber nachdenken konnte, ob man es mal sich anguckt oder nicht. Nee, weil es war ja auch nicht gut. Ach, den ganzen Schritt mit diesem Virtual Reality Helm kann man überspringen so und dann die Entwicklung in ein, wie heißt das nochmal, Holodeck stecken. Ja, genau, aber beim Holodeck hast du ja genau diesen Punkt, dass da ja die Leute sich auf der Stelle bewegen können und zumindest den Eindruck von Fortbewegung haben. Und das ist das Problem, dass du ja bei diesen Helmen damals schon hattest, dass du heute bei den Helmen haben wirst und dass du heute ja auch bei Kinect hast. Es gibt eben keine vernünftige Variante, eine Bewegung zu simulieren, es sei denn, du stammst wirklich blöd auf der Stelle und nee. Nee, ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das immer noch ein sehr geiles, also ich finde ja 3D auf einem Bildschirm ist ja nicht so mein Ding, also das weiß man ja inzwischen, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man wirklich so nichts anderes sieht, dass das nett sein könnte, aber ich bin da mal gespannt. Ja, wir sind gespannt. Du schaust ja nicht so wirklich in diesen virtuelle Realität ab, du kannst nur maximal deinen Kopf drehen und dann so mal ein bisschen Rundumblick genießen, das war's. Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass das Holodeck bei Star Trek eigentlich gar kein richtiges Holodeck war, sondern ein Replikator-Deck? Es war die gleiche Technik, sonst hätten die ja nichts anfassen können. Ja, ja. Aber der Name Holodeck ist eigentlich Blödsinn. Ja, mein Gott, irgendwie, ja. Ja, Replikator-Deck hört sich doch noch bescheuerter an. Ja, hört sich bescheuerter an. Naja, kommen wir zu anderen Themen. Willst du noch irgendwas zu irgendwelchen Crowdfunding-Geschichten sagen? Sonst kommen wir nachher, Wir zu dieser Android-Konsole. Wir können dann nachher nochmal die Klammer schließen mit dieser lustigen kleinen Android-Konsole. Genau, dann lass uns doch tatsächlich noch irgendwie so ein paar Statements jetzt eben durchackern, die mir so im Netz aufgefallen sind. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass CBS-Films jetzt Deus Ex Human Revolution verfilmen möchte. Warum ausgerechnet den Teil? Ich habe keine Ahnung. Es ist immer irgendwie, die sehen aktuelle Spiele und interessieren sich überhaupt nicht dafür, ob da eventuell noch ein anderer Teil entstanden ist, der eine wesentlich intelligentere oder bessere Geschichte hat. Wobei, so schlecht ist die Geschichte ja nicht, aber ich weiß nicht. Naja, ich bin mal gespannt. Ich habe vor allen Dingen keine Ahnung, was CBS-Films ist. Also, ob das irgendwie so hier Direct-to-Video oder so oder nur für einen Fernsehsender, ich habe keine Ahnung. Aber generell stehe ich ja diesen Videospielverfilmungen unglaublich skeptisch gegenüber. Es gibt ja echt nur eine Handvoll, die guckbar sind, finde ich ja. Also, du kennst eine Handvoll, die guckbar ist? Ja. Welche? Also den Silent Hill-Film fand ich gar nicht so verkehrt. Der hat Prince of Persia? Prince of Persia fand ich auch popcorn-mäßig unterhaltsam, weil es nichts Großes. Okay. Ich finde den Final Fantasy Film, also den ersten gar nicht so schlecht. Final Fantasy 1, den ersten, den fand ich auch nicht schlecht. Wenn man halt sich davon löst, dass es ein Final Fantasy Film ist und ihn einfach nur als einen animierten Science Fiction Film nimmt, finde ich, ist der ganz gut guckbar. Ja, siehst du mal. Ja. Und was haben wir noch? Dann fehlen noch 2 für eine Handvoll. Doom, der Film ist der Hit. Also bitte, was? Ja. Hallo, im Fernsehen, dieser Umschnitt, wo der plötzlich in diese Ego-Perspektive ging, fand ich aber sowas von lächerlich.
Ja, aber das, ich finde, das ist eine ganz tolle Hommage einfach an das Spiel. Also während so viele Regisseure sich irgendwie gar nicht für das eigentliche Spiel interessieren und was es ausmacht, fand ich das doch zumindest so ein schönes Kopfnicken irgendwie in das, was das Spiel irgendwie letztendlich ausgemacht hat. Weil viel mehr hatte Doom ja damals nicht. Zumal ist ja eigentlich, der Film basiert ja eigentlich mehr auf Doom 3 als auf Doom 1. Und sie haben ja die ganze Höllenportalnummer rausgenommen, was mich ja sehr freuen wird. Aber naja, wie sind wir jetzt eigentlich bei Doom gelandet? Genau. Ich meine, The Rock als Darsteller, das ist der Hit, wie er irgendwie da am Ende steht und sagt, ich brauche Soldaten und nicht irgendwelche Leute. Das ist super. Oder die andere Szene, wo der irgendwie in dieses Wasserloch fällt und sagt, was ist passiert? Ich bin in dieses scheiß Loch gefallen. Das ist ein super Film. Super Film. Ja, im Chat wird gerade Super Mario noch erwähnt. Was ja, das ist ja wohl der schlechteste Film. Super Mario, da gab es einen Film dazu? Sag mal, du kennst ihn nicht. Nee, kann ich nicht. Dann guck dir mal bitte auf der IMDb-Eintrag Super Mario an und den wirst du irgendwo für, den kriegst du wahrscheinlich, da kriegst du wahrscheinlich sogar noch Geld raus, wenn du den irgendwo siehst, dass du ihn auf DVD kaufen kannst. Selbst wenn man die Super Mario-Elemente jetzt mal rauslassen würde, ist der Film einfach nur mies. Also sowas von mies. Mieser als DOA kann es gar nicht mehr sein. Yoshi war ein Animatronic-Dingsy und war, glaube ich, 50% des Gesamtbudgets oder irgendwie sowas. Das ist unfassbar. Gott. Vor allem, ich wusste bis vor wenigen Wochen nicht mal, dass Yoshi überhaupt daran vorkam. Ich dachte, der wäre vor Super Mario World passiert, dieser fürchterliche Film. Auf jeden Fall vergessen wir das. Aber also, ich kündige jetzt schon an, wir haben demnächst beim Filmabend einen Marathon vor. Wir wollen uns zuerst Super Mario und dann Wing Commander angucken. Das wird Tweets hageln. Freunde, ne, also zieht euch schon mal warm an. Wing Commander fand ich ja gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Wenn man Wing Commander die Serie gemocht hat, also die Spielserie, dann fand ich den Film schon komisch. Aber ich gebe dir recht, so schlecht fand ich ihn als billigen europäischen Science-Fiction-Film auch nicht. Ja. Also komm, die Katzen sahen die Kostüme waren schäbig. Die Katzen sahen auch bei Wing Commander 3, was, 3 oder 4? Ich weiß nicht, 3 auch kacke aus. Beim Spiel. Ja, aber die sahen irgendwie trotzdem, also wenn, dann schon so kacke und nicht so irgendwie, wir zeigen nur Schatten und man darf nicht sehen, was das ist und dann machen wir Leuchten von hinten. Das war keine Animation, da steckten echte Schauspieler. Ja, das ist so, als wenn du Goofy und Mickey in Disney World triffst. Ja. Genau. Oh Mann. Godzilla steckte auch ein echter Schauspieler. C-3PO konnte sich auch nicht so elegant bewegen. Genau. Oder Chewbacca. Genau, wie? Das war kein... Hahn schaut first. Wie sind wir jetzt eigentlich bei dem Schwachsinn gelandet? Ich habe keine Ahnung. Wir kamen auf CBS-Films und dann kam man hier. Und dann kamen Videospielverfilmungen. Ja, wir brauchen noch zwei gute Verfilmungen. Weiß ich nicht. Kann man uns im Chat einfach mal schreiben, dann passt es dann schon wieder. Ja. Müssen wir noch mal irgendwie dieses lustige neue oder den Versuch eines neuen Meldewesengesetzes erwähnen, der so in den letzten Wochen rumgeisterte? Eines was? Ach, das Ding. Melde. Meldewesen. Ist das, wie man Wesen meldet? Also genau, wenn ich irgendwie nachts aufwache und irgendwie dann sehe ich so ein flauschiges Viech irgendwie am Fußende, dann sage ich, oh, hier, Wesen. Ach nee, doch, nur meinen Sockel, die ich vergessen habe. Danke. Ich mache auch kleine Ballontierchen. Aber wo ich hier gerade meinen Daumen hoch zeige. Ich bin von aufmerksamen Quop-Zuschauern darauf hingewiesen worden, dass ich das relativ oft mache. Deshalb rufe ich dazu auf, wir machen ein lustiges Trinkspiel, natürlich nur mit Milch und Kakao. Immer wenn ich einen Daumen hoch mache, müsst ihr einen Schluck trinken und dann wird der Quopcast noch viel lustiger. Mit Milch und Kakao. Wenn ihr andere Getränke nehmt, kann ich euch nicht verübeln. Schon gar nicht bei den Sachen, die wir hier reden. Aber wo kamen wir jetzt drauf? Genau. Du erklärst mir jetzt in einem Satz, was das Meldewesen ist. Es ging darum, dass Behörden problemlos deine gespeicherten Daten weiterverkaufen hätten dürfen und du hättest dem aktiv widersprechen müssen. Und Entschuldigung, ich bin bei Behörden eingeschlafen. Ja, die werden ja abgeschafft. Die kommen ja alle in die Cloud und dann kannst du alles mit deinem iPhone. Ein Knopf, noch ein Knopf, ein Wischer, einmal swipen und... Steuererklärung auf der Rückseite von einem iPhone. Ja, auf jeden Fall hat sich alle Welt darüber aufgeregt, wie sowas in Sachen Datenschutz einfach durchgewunken werden konnte. Und jetzt will es ja keiner gewesen sein. Deshalb hat man dann prophylaktisch schon mal gesagt, ja, so wird das eh nicht kommen. Wir reden dann nochmal drüber und alles ist gut. Ist mir nur so aufgefallen. Dir anscheinend nicht. Du hast wieder unterm Stein gelebt. Ja, ich habe halt eine wunderbare... Sehr, sehr klasse. Ja, das mit der Abstimmung war wirklich sehr klasse. Das stimmt. Das war ja während des, was war das, Italien-Deutschland-Spiels? Genau. Während der EM, während des Deutschland-Spiels, ja. Da wäre nur die erste Sitzreihe vom Parlament irgendwie besetzt. Ja, und deshalb, naja gut, reden wir nicht drüber, ist tatsächlich ja durch alle Medien gegangen, war nicht so schön in Sachen Datenschutz, tatsächlich ein bisschen wahnsinnig, ne? Aber naja, habe ich noch irgendwas? Aber ich finde, nochmal zu diesem Meldegesetz, ich finde diese Panik, die man hier in Deutschland ja gerne hat, wegen Datenschutz und so weiter und so fort, guck mal über die Grenze nach Dänemark zum Beispiel, da habe ich ein Jahr gewohnt,
da kriegst du, jeder kriegt eine Nummer, wenn er da eben halt anfängt, da zu leben. Wie, du kriegst eine Nummer? Ja, du kriegst eine Bürgernummer. Und mit dieser Bürgernummer musst du auch dein Konto eröffnen und bla bla bla. Okay, das heißt, du bist überall sofort, gut, bei uns muss ein Ausweis vorlegen. Eigentlich könnte die Behörde dich überall hin tracken. Und noch ein Land weiter, in Schweden gibt es, ich habe es einmal gesehen, ich weiß jetzt noch nicht, ob das noch existiert, eine Art Google Maps Verschnitt, wo man reinguckt, ah, da wohnt derjenige, in dem Stock, nichts verpixelt, und sein Jahreseinkommen, wenn er selber aktiv einträgt und das kundtun will, kann, haben viele gemacht, steht da auch. Ja, sehr gut. Finde ich gut. Das ist Transparenz. Dafür haben die schnelles Internet, um die großen Summen da einzutragen, weil das geht mit kleinen Bandbreiten nicht. Ja, genau. Und trotzdem schneiden die skandinavischen Länder ja immer wieder in den Lebensqualität-Umfragen mit am besten ab. Ne? Also so schlimm. Ja, wenn sie nicht gerade depressiv sind, sind die irgendwie nach der Wintersonnenwende irgendwie alle reihenweise vom nächsten Kirchturm schmeißen. Ne? Oder so, hier, Bernd schreibt übrigens gerade, Transparenz bei Schwedinnen findet er gut. Da freut er sich wieder. Sehr schön. Der einzige Nachteil ist, dass die Lebenserhaltungskosten ist dann wesentlich höher als in Deutschland. Ja, gut, aber was ist das denn schon, wenn man keinen Datenschutz mehr hat? Das ist doch super, da braucht man auch keine niedrigen Lebenshaltungskosten. Egal. Was ganz anderes. Ich bin ja ein bekennender MMORPG-Verächter. Ja? Also ich reizt mich überhaupt nicht. Und jetzt muss ich über so ein paar Ecken umschiffen und so indirekt Sven den Ball zuwerfen. Dieses eine Spiel, das letztens rausgekommen ist, das ist tatsächlich das erste MMORPG, das mich so ein bisschen anfixen könnte, und zwar The Secret World. Daher die Frage, spielt deine bessere Hälfte es schon? Nein, denn ihr Name ist nicht verfügbar. Ach, das Problem. Okay. Hallo Lynn. Sie hat die Vorbestellbox schon seit ewigen Zeiten hier rumliegen, und der gute Leo, den ja auch die Quop-Zuschauer und Zuhörer kennen von diversen Gastauftritten hier, der spielt es auch schon und der ist sehr, sehr begeistert. Der bekniet mich irgendwie täglich mit entsprechenden Lobeshymnen über das Ganze, dass so viele tolle Ideen drin wären, und allerdings auch, dass man quasi so die Bugliste, die anfangs ein Age of Conan hatte, 1:1 nehmen kann und irgendwie suchen, ersetzen, Age of Conan mit Secret World machen kann. Also bisher von den Leuten, die es spielen, habe ich nur Gutes darüber gehört. Ist natürlich jetzt kein WoW-Grinder-Diablo-MMO-Verschnitt, sondern ist halt etwas gesetzter. Ja, aber das Setting hört sich sehr, sehr gut an. Schuh, du bist ja auch mal so MMO-Spieler, also zumindest WoW hast du gespielt, ne? Nee, WoW, ja, ich hab's mal gespielt. Ich hab's mal so 3 Monate ausgehalten, danach halt das wieder weggeworfen. Ich hab ich werde ja immer beschimpft, dass ich immer diese Underdog-MMOs gespielt habe. Asia Grinder, Matrix Online. Ach so, richtig. Oh ja, oh, da erinnere ich mich sogar daran, dass du das gespielt hast. Ja, stimmt. Das heißt, ich habe bis zur Vergasung gespielt, auch bis zur Einstellung habe ich das noch gespielt. Ich habe es nicht wegen des Spiels gespielt, ich habe es eigentlich wegen der Gruppe dann eben halt gespielt, in der ich drin war. Letztens habe ich dann noch Star Wars gespielt. Und das ist ja gar nicht dann so lange her. Ne? Also, aber dieses Secret World spricht dich nicht an, oder hast du es noch gar nicht auf dem Schirm gehabt? Als bekennender Battletech Fan auf MechWarrior Online. Stimmt, das soll ja auch als Free-to-Play-Spiel jetzt irgendwann kommen, ne? Free-to-Play, gehen direkt bei Sven wieder die Nackenhaare hoch. So. Ja, ich bin total gebrandmarkt in letzter Zeit. Ich kann echt Free-to-Play-Spiele nicht mehr sehen. Aber das geht doch alles in diese Richtung, Free-to-Play. Ja, das ist es ja. Deswegen sollte ich mich auch langsam mal aus diesem Gaming zurückziehen und wieder irgendwie Fang den Hut spielen. Aber ja, komm, also es gibt ja solche Free-to-Play-Spiele, ne? Und es gibt solche Free-to-Play-Spiele. Ne? Also manche, bei denen es echt arg aufdringlich ist und man nicht sinnvoll weiterspielen kann, wenn man denn nicht mal ein bisschen Geld reinwirft. Aber andere, die machen ja auch Spaß. Man entwickelt sich halt ja nur langsamer, ne? Nachdem ich letzte Woche ja kräftig rumgerantet habe, hat mir besagter Leo irgendwie ein iOS-Spiel empfohlen namens Summoner Wars, was quasi vom Prinzip ja auch ein Free-to-Play ist, denn irgendwie das erste Deck kriegt man umsonst, und wenn man die anderen auch noch haben will, dann, ne, aber man hat ein relativ transparentes Preismodell, wo man halt auch sehen kann, so, kauf alles für das. Sowas ist ja noch okay in puncto Free-to-Play, aber meine These ist ja, dass die meisten Free-to-Play-Spiele sich immer mehr in so eine Richtung entwickeln, wo es nur darum geht, so irgendwann springt mir die Assness mit dem nackten Arsch ins Gesicht und sagt, so, du kommst nicht mehr weiter, und das merkst du erst, wenn du eigentlich schon in so einer 2 Stunden, das geht noch irgendwie, Schleife drin hängst und ärgerst dich dann so sehr, dass du die 5 Euro doch ausgibst für das Schwert, was dir jetzt den einen Drachen vom Hals schafft oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Also ich bin ja zwar auch grundsätzlich skeptisch, aber
So uninteressant finde ich das jetzt tatsächlich gar nicht. Ja, da müssen halt noch irgendwie, wahrscheinlich muss einfach mal so das Spiel kommen, was mir das zeigt, dass es irgendwie tatsächlich so geht. Also ich mag ja eigentlich Episodic-Content, also dass ich irgendwie so das Spiel für relativ günstig kriege und dann, weil dann ist es auch schneller auf dem Markt und die Entwickler können irgendwie damit besser wirtschaften und sowas. Und dann kann ich eben so nach und nach Episoden nachkaufen. Aber dann muss es auch irgendwie so schön aufgemacht sein, dass es sich irgendwie als Ganzes dann anfühlt und nicht irgendwie, dass ich ständig wieder ein neues Spiel starte und das ist dann irgendwie Episode 2 und dann kann ich das nicht in einem durchspielen. Ich bin da sehr, sehr, ja, sehr rigoros irgendwie, was das Ganze betrifft. Für mich müssen Spiele immer so am Ende ein Ganzes ergeben, damit ich sie als, wann soll MechWarrior Online denn jetzt eigentlich rauskommen, Schuh? Ich glaube im August. Als Beta oder schon echt, oder? Bin ich mir noch gar nicht so sicher. Ich glaube, August ist, glaube ich, Beta. Und dann September sollte eigentlich, glaube ich, das auf dem Markt erscheinen. Die sagen ja immer nur Sommer. Ja. Aber ich habe mich jetzt schon registriert und bla bla bla. Und letztens gab es dann irgendwie dieses verlockende Angebot, was war das? Gründer-Dingens-Pack kaufen. Und ich saß dann nur davor, soll ich nicht? Oh, dann kriegst du ja schon 4 Macs dann. Oh. Hey, super. Ich habe mich gezogen. Also aber das ist jetzt wirklich ein klassisches MechWarrior. Das ist jetzt nicht dieser Strategietitel, der auch noch in Entwicklung ist, ne? Nee. Da sitzt du wirklich in dieser Maschine drin und haust dir die Köpfe rein. Also das ist das, was ursprünglich auch mal für Konsole angekündigt war, wo ich irgendwie feuchte Träume von bekommen habe und dann ist es irgendwie in der Versenkung verschwunden und irgendwann hieß es dann so, hier, es ist jetzt für eine PC-only und Free-to-Play. Also quasi das, was mich so direkt in die andere Ecke der Akzeptanz katapultiert. Und das Fiese ist, dann habe ich da auch noch so eine Razer Concept Art Dingens gesehen mit so einem Steuerknüppel Display und Dingens gesehen. Okay. Das wusste ich dann irgendwie. Okay. Ja. Also, bei dem Spiel würde ich sogar einen VR-Helm nehmen. Ach ja. Du sitzt ja nur drin. Ja, das stimmt. Ja, aber macht Sinn. Ich meine, wir hatten beim letzten Quapcast hatten wir eben dieses Steel Battalion. Ich habe vergessen, wie die Variante jetzt heißt, die Kinect-Nummer. Da scheiden sich ja auch die Geister dran. 80% aller Leute sagen, ihnen macht es keinen Spaß. 20% finden es dafür dann super und ist von denen toll. Also mir hat es auch keinen Spaß gemacht. Das Mac-Gefühl kam bei mir nicht rüber mit diesen ganzen virtuellen Gesten. Der Controller damals, haben wir auch drüber gesprochen, der war ja schon ein Highlight. Ne? Aber egal. Ja, aber das Spiel war dafür auch nur der Controller. Also der ganze Rest war natürlich irgendwie so My First Game. Ja, aber da, My First Game ist schön. Dafür ist natürlich jetzt Svens Lieblingsbeschäftigung, habe ich letztens wieder drüber gelesen. Es gibt Second Life noch. Erinnert sich noch jemand an Second Life? Das war das Ding, das vor, so, ich glaube, es war so um die 2000er herum, als der absolute Hype wirklich in allen Medien deklariert wurde, ne, die virtuelle Welt und bla und blub. Und ich habe tatsächlich letztens noch einen Artikel darüber gelesen, dass Second Life konstant, also in allen Jahren konstant, ungefähr 1 Million aktive Nutzer hat, die jeder für sich so $700 im Jahr ausgeben. Also $700 Millionen werden da irgendwo verbraten. Fand ich unglaublich faszinierend, weil Second Life, das hätte ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich meine, das fand ich ja noch nie gut. Ich wette mit dir, das sind nur Banker, die da irgendwelche Immobilienspekulationen in Second Life machen. Ja, das wäre natürlich auch mal interessant. Ja. Also unglaublich, aber ich meine, 700 Millionen ist ja schon ein bisschen Geld, ne? Also es ist fast so, also kommt fast an die Einnahmen, die wir mit dem Quapcast haben, ran, aber auch nur fast. Wir machen ja auch viel mehr Arbeit. Die haben ja nur so eine komische virtuelle Welt. Wir sitzen hier jeden Donnerstag und reden uns um Kopf und Kragen. Also Moment, da muss ich mal kurz mein Konto checken, ob du schon überwiesen hast. Warte, habe ich nicht irgendwie, oh verdammt, ich habe nicht irgendwie hast du schon überwiesen? Sparschwein-Ding. Du hast dir die 3 Nullen vergessen, ne? Nee, ich dachte, ich habe noch so ein tolles Geräusch, mit dem man jetzt so irgendwelche Sparschwein-Münzen reinschaut. Ich habe aber nur ein Uhrenticken, das passt nicht. Nee, das passt nicht. Aber spiel's halt trotzdem mal ab. Toll. Ne? Macht's auch noch. Ja, ich mach's auch noch, ja. ein ganz anderes Thema, was ich fantastisch fand. Auf eBay gab's in den letzten Wochen eine riesige Auktion von einem Franzosen, einem 32-jährigen Franzosen, der eine riesige Videospielsammlung für $1.2 Millionen da reingesetzt hat. Also irgendwie 22 Konsolen, insgesamt 7000 Spiele, darunter komplette Kollektionen aller Sega-Spiele und Systeme, die jemals rausgekommen sind und, was vielleicht nicht so viele jetzt waren. Aber Wahnsinn. Und angeblich ist das Ding jetzt verkauft worden. Er hat also tatsächlich ein Gebot von einem Menschen versucht gerade noch zu überprüfen, ob es denn da wirklich valide ist, also ob da nicht irgendwie einer nur gesagt hat, hahaha, dann mach ich's dann doch nicht. Fand ich faszinierend. Also 7000 Spiele
für 1,2 Millionen. Wenn ihr euch die Fotos angesehen habt, bei diesem ganzen Ding, die Regale voll mit den Packungen, finde ich schon faszinierend. Ne? Also, ich möchte mal gerne wissen, ob der sein Geld da wieder rausbekommen hat, was er reingesteckt hat. Ne, er sagt ja irgendwie, also wenn ich das richtig gelesen habe, sagt er, er spielt ja irgendwie, seitdem er 5 ist, Videospiele und hat die ganzen Sachen zusammen mit seinem Bruder immer gesammelt. Also ich denke mal, dass das Geld, das damals dafür ausgegeben worden ist, im Laufe der Zeit dafür ausgegeben wurde, das kriegt er niemals zusammen. Aber darum geht es auch überhaupt nicht. Aber trotzdem 1,2 Millionen für so eine, also ein riesiger Brocken Gaming History, das ist schon echt der Hammer. Und $1,000 Shipping kommt im Chat gerade. Also das ist schon Wahnsinn. Oh ja, so einmal so eine Frachtcontainer aufmachen und alles reinstapeln. Weg damit. Ja, also 1,2 Millionen hört sich aber doch noch an, wenn man irgendwie das Geld da rausbekommen könnte, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, da sind ja tatsächlich uralte Sachen dabei, die heute, ja gut, okay, die heute natürlich vielleicht einen anderen Wert haben. Ja, wie teuer waren die ganzen Neo-Geo-Spiele? Die Frage ist, ob er die auch zu den entsprechenden Sammlerpreisen gekauft hat. Nee, oder ob er wird die wahrscheinlich dann aktuell gekauft haben und manche Spiele vielleicht dazu gekauft. Also wenn man mal ich habe jetzt einfach nur mal 7.000 Spiele mal 50 Euro gerechnet, da kommen halt 350.000 raus. Du kommst nicht auf 50 Euro. Früher waren Spiele teurer. Klar, das müsste man jetzt entsprechend hochrechnen, aber ja, stimmt. Wahrscheinlich mit entsprechenden noch Seltenheitspreisen, die er nachher noch, um die Sammlung zu vervollständigen, da reingesteckt hat, plus die ganzen Hardwarepreise und so. Ja, doch, da könnte tatsächlich 1,2 Millionen langsam knapp werden. Krasse Scheiße. Unglaublich, ne? Also, aber das war so die Auktion, wo ich mir gedacht habe, wow. Also, hätte er mit den Sachen nie gespielt, wären die alle noch original verschweißt gewesen und auch die Konsolen original verschweißt gewesen, dann hätte er wahrscheinlich das Doppelte rausgeholt. Ja. Ja, ja, Bernd fragt im Chat gerade auch noch, waren das nicht komplette Sammlungen, also alles, was jemals für Super NES und PC Engine rausgekommen ist? Ja, ich bin nicht sicher, für welche Konsolen alles. Für einige waren es auf jeden Fall, das habe ich ja gerade gesagt. Also ich glaube, für jedes Sega-System ist alles dabei gewesen, für Game Gear, für Virtual Boy von Nintendo, so Geschichten. Die sind also komplett alles, was da jemals für rausgekommen ist, in Japan aber, glaube ich, ne? Ja, nicht irgendwie weltweit, sondern in Japan ist dann eben dabei. Schon eine echt fette Geschichte, was da. Also ich schließe mich jetzt mal Wampe im Chat an, denn mich würden auch die Beweggründe interessieren. Ich weiß es nicht. Ich hab gesehen, dass auf der amerikanischen IGN-Webseite ist ein Interview mit dem Menschen, aber kein besonders langes. Also da kann man vielleicht nochmal nachgucken, was er da genau geschrieben hat. Ich habe es nur überflogen. Könnt ihr ja machen, ne? Also gar kein Thema. So, was hatte ich denn noch? Ich hatte noch irgendwelche anderen Geschichten hier. Ach ja, unser Lieblingsthema Datenschutz hatten wir ja gerade schon. Just heute ist dann wieder bekannt geworden oder hat irgendeine Hackergruppe 450.000 Mailadressen mit Passwörtern des Dienstes, was waren das jetzt? Yahoo Voice, so diesem Voice-over-IP-Service, veröffentlicht. So als Warnung, als Bugschuss an Yahoo, dass sie doch den Datenschutz und Sicherheit mal ein bisschen ernster nehmen sollen. Wow. Jetzt weiß man natürlich nicht, das, was ich gelesen hatte, war, ob die Passwörter tatsächlich mal wieder im Klartext hinterlegt waren oder ob man irgendwie, dass die Passwörter sind, die man irgendwie knacken konnte und eigentlich sind noch viel mehr entwendet worden, aber ich frage mich, ob es überhaupt noch die 450.000 aktive Yahoo-Voice-Nutzer gibt. Ich habe keine Ahnung, also Yahoo Voice ist eben so ein Voice-over-IP-Service, der wohl in Deutschland jetzt überhaupt nicht so verbreitet war, aber in anderen Ländern, wahrscheinlich besonders in Amerika, ist der wahrscheinlich ein großer Dienst wohl gewesen. Naja. Vielleicht sind das auch nur Dateileichen, einfach. Keine Ahnung. Nie mehr benutzte Accounts. Ja, und bei GMX ist ja wohl auch irgendwie, hatte ich gelesen, irgendwie 300.000 Konten geknackt oder was auch immer worden. Also momentan ist mal wieder lustiges Passwortknacken angesagt. Naja. Severin schreibt gerade, ja, war im Klartext, sonst hätte man nicht so viele. Hat er recht eigentlich? Nee, das ist ja die Frage, die gestellt wurde. Also ich weiß nicht, auf welcher Seite ich das gesehen habe, dass eben noch keine Aussage von Yahoo gab und man sich eben nicht sicher war, ob die im Klartext waren oder ob das die Passwörter waren, die man eben entschlüsseln konnte, weil sie eben nicht besonders oder anhand dieses Hashes dann da zurückgewandelt werden konnten. Naja. War nicht irgendwie bei Formspring auch die Tage was? Ja, ich glaube auch. Ja, da hat man irgendwie ein großer Hack am Start. Und gestern war ja tatsächlich Facebook down. Ja gut, Facebook ist zwischendurch immer mal down. Ja, aber ich habe es noch nie mitgekriegt. Und das liegt ja auch nur an dir, weil du ja mit deinen negativen Wellen sowieso alles in Facebook Grund und Boden treibst. Ja. Immer. Habe ich noch was? Ich habe nichts mehr. Wir können auch gar nichts mehr. Nein, gar nichts mehr. Problem. Doch, ich habe natürlich noch Sachen. Aber habt ihr noch irgendwelche kleineren Geschichten, Sven? Du noch irgendwas, was in den letzten Tagen? Ja, ich meine, also ich könnte euch ja jetzt Quopcast-Themen klauen, aber man könnte jetzt zumindest mal den Hinweis darauf geben, dass Tiny Wings in der Version 2.0 heute Nacht erschienen ist.
Ja, das wollte ich eben nicht machen, weil dafür haben wir eben unseren anderen kleinen Podcast. Aber man könnte jetzt zumindest mal darauf hinweisen. Ich will jetzt auch nichts Großes darüber sagen, außer dass es toll ist. Und Tiny Wings HD. Genau, vor allem Tiny Wings HD. Also das ist das Wesentliche. Ist das so ein Game für das iPad oder iPhone? Alter, sag doch, das kennst du nicht. Alter, Tiny Wings? Nein. Okay. Das wirklich nicht. Okay, wenn ihr jetzt an Schuhs Stelle hier weiter mitmachen wollt, dann ruft jetzt an. Das war's. Danke, Schuh, dass du dabei warst. Ist der Arschtritt hier oder was? Nee. Aber Tiny Wings, also dann hast du wirklich die letzten Jahre auf dem Mond gelebt. Jetzt erklär mal. Für so einen Nichtwissenden wie mir, was es ist. Sven. Erklärst mir, als ob ich ein 3 Jahre altes Kind bin. Sven, das ist eines dieser One-Button-Games. Also du hast so einen kleinen Vogel, der rutscht über Hügel drüber. Also der kann nicht so richtig fliegen, sondern wann immer du auf den Knopf drückst, sinkt er wieder auf oder sinkt er schneller, weil sinken tut er automatisch. Und du rutschst dann eben über so Hügelketten drüber und dadurch wirst du schneller, wenn du diese Hügelsenken perfekt erwischst. Und das ist eben so ein Endlos-Runner. Also du gibt halt kein richtiges Ende, sondern so weit, wie du halt kommst in der Zeit, die dir zur Verfügung steht, kriegst du halt Highscores. Und das war eines der ersten so richtig schönen, also nein, nicht das erste, wahrscheinlich lyncht mich Bernd jetzt gleich wieder, aber schon eines der populärsten One-Button-Games so auf dem iPhone damals. Also es ist über ein Jahr her, dass es rauskam und war halt so ein sehr, sehr sauberes Spiel. Also einfach schön umgesetzt, schöne Grafik und vor allem auch deswegen populär, weil es nur von einer Person gemacht wurde, also inklusive Musik, Optik. Es ist ein schönes Gesamtpaket. Alles. Also die Grafik ist hübsch gewesen, der Sound war sehr, sehr ansprechend, das Spielprinzip war so unglaublich mitreißend und der Typ, der hat sich wahrscheinlich einen goldenen Arsch und eine goldene Nase damit verdient. Ja. Daumen hoch, so, Prost. Umso bemerkenswerter, dass die 2.0-Version nicht extra kostet auf dem iPhone, sondern einfach so rausfällt. Was er ja geschrieben hatte. Er hatte ja vor, daraus irgendwie so eine 2.0er-Version zu machen, dachte dann aber, und das glaube ich ihm sogar, bei den ganzen Interviews, die man so gesehen hat, kommt der Typ wirklich so rüber, dass er gesagt hat, okay, für die treuen Fans kommt es dann eben als kostenloses Upgrade, Update und die HD-Version, da zahlt man eben seine 2,39 für. Mhm. So ist das. Aber dass du das nicht kennst, Schuh, also Mann, gut, dass du jetzt bei so einem Gebrauchtwagenhändler bist. Ach nee. Und nicht mehr ging's mehr mit irgendwelchen redaktionellen Sachen zu tun hast. Ich spiele ja wirklich selten irgendwas auf dem iPhone. Warum? Keine Ahnung. Ich habe keinen Bock da auf dem kleinen Touchbildschirm da rumzudaddeln. Okay. Oh, das ist ja eine super Überleitung. Das ist doch jetzt mal eine tolle Überleitung. Und ein ähnliches Konzept verfolgen jetzt ja die Macher von oder der angekündigten Android-Konsole Ouya. Oder Ouya, wie immer sie auch ausgesprochen wird. Im FAQ steht, glaube ich, Ouya drin. Und das geht momentan rauf und runter. Jedes Medium erwähnt nur noch, dass es diese Konsole gibt. Sogar in unserer Zeitung war heute Morgen. Android-Konsole fasziniert die Massen. Und eigentlich so ein Thema, wenn es schon in der Zeitung drin steht, dann ist es schon lahm und man muss nicht mehr drüber reden. Aber ich glaube, man muss hier tatsächlich drüber reden. Denn das Ding hat also es ist ein Kickstarter-Projekt und es geht eben darum, dass findige Leute auf die Idee gekommen sind und gesagt, okay, wir wollen eine offene Konsolenplattform haben auf Android-Basis, die sich bevorzugt an Indie-Entwickler richtet. Das Ganze soll irgendwie $99 kosten und soll, wenn alles gut ist, im Anfang nächsten Jahres erscheinen. So, bei Kickstarter eben, also crowdfunded, sie haben gesagt, sie wollen $950.000 haben, brauchen sie, um das Ganze anzuschieben, auf die Beine zu bringen. Und die 1 Million hatten sie nach 9 Stunden voll. Nach einem Tag waren es dann, glaube ich, 3 Millionen. Ich habe keine Ahnung, wie viel es jetzt gerade sind. Wahrscheinlich 4.771.132 Dollar. Das ist echt, und das ist, wann ist es, vor 2 oder 3 Tagen? Unglaublich. Also das Ding geht tatsächlich ab. Es läuft noch 27 Tage, also es könnte wahrscheinlich. Ja, es ist also gestartet. Ich habe gestern, ein Bekannter auf Facebook hat gestern so eine Echtzeit-Excel-Tabelle damit gebastelt und guckt, wenn es also in der Geschwindigkeit weitergehen würde, wie es gestern gelaufen ist, würden die, was es natürlich nicht tut, aber würden sie am Ende des Monats wahrscheinlich bei 62 Millionen sein und dementsprechend auch eine große Anzahl an verkauften Konsolen. Also momentan kannst du, sie hatten ganz am Anfang 1000 Konsolen, die du zum Preis von $95 vorbestellen konntest. Die sind ruckzuck weg gewesen. Dann haben sie gesagt, wir legen nochmal 5000 nach zum Preis von $99. Die sind auch ruckzuck weggegeben. Ich habe zugeschlagen, als es bei 20.000 Konsolen gab. Und momentan ist es gibt einen Pool von 80.000 Konsolen, die man vorbestellen kann. Ob das dann nochmal höher gesteckt wird, ich habe keine Ahnung. Bei wie viel Backern ist es jetzt insgesamt? Wie viel haben die Konsole jetzt schon vorbestellt? Also insgesamt ist es bei 31.681 Bäckern und die Charge, die noch zu haben ist, besteht momentan aus 80.000 und davon sind 53.000 noch da. Wow. Ja, also
eine wahnsinnige Nummer. Die Spiele holt man dann aus dem Google Play Store? Nee, also ja, nee, oder wahrscheinlich nicht. Oder ist das selber ein geschlossenes System? Das ist es ja. Also ein geschlossenes System wird es ja wahrscheinlich nicht sein, weil sie ja sagen, die ist komplett offen für jeden Bastler und alles, aber sie wollen einen Service anbieten, der natürlich dann die entsprechende Aufmerksamkeit und Prominenz dann kriegt, wo sie also wie die Oberfläche von der Xbox oder von der Playstation, also so ein Dashboard haben, wo Sachen promoted werden, wo du Spiele drüber kaufen kannst, wo wir sie dann schön nach dem Apple-Prinzip 30% dann auch Marge behalten, wenn ein Spiel da reinkommt. Unglaublich. Also so soll es. Also, viele Details weiß man eben noch nicht. Und das ist das. Ich sehe den Sinn von dieser Android-Spielekonsole nicht. Du kannst da rein theoretisch, man kann das auch machen, dass du einfach dann ein aktuelles Tegra-Tablet mit HDMI-Ausgang, der an den Fernseher ranpröppelst, Bluetooth-Controller. Und dann Nvidia Tegra so eine Spiele zockt. Genau. Und das ist ja, genau das die Diskussion. Dann eben nicht $99. Und das ist aber die Diskussion, die gerade losgegangen ist. Es verursacht viele Diskussionen. Die einen sagen, hey, super, hört sich super an. Und wenn du siehst, 30.000 Leute sind sofort drauf aufgesprungen und finden das Projekt so interessant, dass sie es vielleicht doch ein bisschen anders sehen als das, was du gerade gesagt hast, einfach nur ein Tablet oder ein Smartphone am Fernseher anzuschließen. Es gibt genug Leute, die sagen, das kann ich doch schon immer. Ich konnte doch schon immer irgendwie meinen kleinen PC einfach mit meinem HDMI-Kabel an großen Fernseher und den Xbox-Controller dann dazu nehmen, wireless, dann konnte ich auch viele Sachen spielen. Wo ist der Reiz von dem Ding? Verstehe ich nicht so ganz. Und das ist die große Diskussion, die gerade so losgeht. Ich bin da auch auf der einen Seite ziemlich gespannt, was da rauskommt und freue mich auch, bin tatsächlich total begeistert gewesen, als ich das gelesen habe. Auf der anderen Seite frage ich mich bei so ein paar Sachen, okay, also erstmal dieses, warum Android? Warum nicht irgendwie, keine Ahnung, warum, also Android hat jetzt ja nun, hat zwar einen Ruf, es ist auf allen möglichen Smartphones und Tablet drauf, aber Android hat ja leider auch den Ruf, dass es vielleicht ein bisschen träge ist und nicht unbedingt so super hardware-nah und sowas alles ist. Warum dann eben nicht sowas wie Linux, was auch etabliert ist, was im Grunde das Gleiche ist. Android ist ja vereinfacht gesagt auch eine Linux-Variante, wenn man so will, ne? Ich schätze mal, wenn du an der Oberfläche vorbei programmierst, dann bist du direkt auf dem Linux drauf. Und ich glaube nicht, dass die Oberfläche von Android da in den Weg kommen könnte bei der Spieleperformance. Ich habe keine Ahnung. Das ist nur eben das, was einige Leute da eben so machen, die dann sagen, warum denn Android? Android ist doch tatsächlich, hätte man lieber Linux genommen oder irgendwas ganz, also was ganz anderes, sehr Unwahrscheinliches, müsste ja schon irgendwas lizenzfreies sein. Aber genau das wollen sie eben nicht, dass da großartig Lizenzen für irgendwelche Sachen gezahlt werden können. Und deshalb sollte es Android tatsächlich sein. Ich weiß nicht. Also wenn man noch bedenkt, dass dann Google jetzt zusätzlich mit Sony im Rücken, glaube ich, mit Google TV anrückt, soll ja dieses Jahr kommen. Gab es da nicht schon mal Google TV und das ist irgendwie so? Ja, es gab es ja alles schon. Voll gegen die Wand gefahren. Eben. Wegen den ganzen Content-Geschichten. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann eben halt Google schon in der Hinterhand hat, genauso wie das Apple mit Apple TV gemacht hat und das jetzt mit AirPlay sogar ganz gut funktioniert. Dass du Spiele von deinem iPad das Bild einfach dann per AirPlay drauf beamen kannst, dass sie auch sowas vorhaben. Da sehe ich aber dann ein bisschen schwarz für diese Android-Konsole. Ja. Naja, aber man darf sich, glaube ich, auch nicht darauf versteifen, dass dann da einfach die alle Sachen, die es im Google Play Store oder so gibt, dass sie einfach dann auf dem großen Fernseher abgespielt werden. Sie sagen ja nur, wir haben Android nur als Basis. Sie wollen schon nur eine relativ offene Plattform für die Entwickler haben. Es sollen aber schon normale und andere Spiele eben kommen, nicht nur die ganzen Touch-Spiele, die es auf irgendwelchen Smartphones gibt. Der Controller ist ja auch dem Xbox-Controller nacherfunden mit einer Touchfläche obendrauf, dass man einige der Touch-Spiele spielen kann, aber sie wollen eigentlich, dass man die klassischen Konsolenspiele spielt, dann mit zwei Sticks, mit zwei Analog-Sticks und sechs Buttons oder acht Buttons oder was auch immer. Und den Ansatz finde ich auch gar nicht verkehrt. Also viele Leute sagen zwar immer, hey, der Trend geht doch weg von dem großen Fernseher hin zu den kleinen mobilen Devices. Nichtsdestotrotz glaube ich ja, dass das Spielen auf einem großen Ding im Wohnzimmer immer noch einen unglaublichen Reiz hat. Also zumindest bei mir. Also mich fasziniert das Spielen am großen Fernseher immer noch mehr zum richtigen, vertieften Spielen als jedes Smartphone, jedes Tablet bis jetzt konnte. Ja, und du kannst ja dann da die Ouya an das Oculus anschließen und währenddessen versuchen, mit dem Simple Pen was zu schreiben. Und dann hast du einen Kickstarter-Hattrick. Ja, hast aber auch tatsächlich alle Projekte gerade rausgesucht und spielst dann das Double Fine Adventure da drauf, ne? Genau, auf jeden Fall. Mhm. Genau, ja. So ist es. Nee, aber das sind wirklich so Bedenken, die haben. Also die Bedenken, die ich da oder die andere dann eben
auch hatten, ist dann, okay, wenn man denn Android-Spiele hört, dann denkt man immer, okay, der Android-Store ist voll mit vielen kleinen, furchtbar schlecht kopierten 99-Cent-Spielen, die eigentlich keiner braucht. Aber das ist nur die Plattform, das ist nur für die Leute, die ein Android-Spiel haben, die können es wahrscheinlich super easy auf das Gerät portieren. Ich glaube nicht, dass das der einzige Ansatz ist. Es gibt ja auch viele, viele andere Indie-Spiele, die richtig erfolgreich sind. Was aber wiederum der andere Kritikpunkt von einigen Leuten ist, die sagen dann, wer soll denn bitte schön die Spiele dafür entwickeln? Die Entwickler von, nennen wir sie jetzt mal AAA-Indie-Titeln, wobei AAA-Indie-Titel ist ja schon, ne, irgendwie schon egal, die gibt's ja schon auf allen anderen Plattformen. Die gibt's auf Steam, die gibt's gegebenenfalls über Xbox Live und was auch immer. Warum sollten die denn jetzt extra für so eine neue Hardware ihr Zeug auch noch mal entwickeln? Nein, der Punkt ist ja? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich dachte, du wärst hast jetzt du so aber. Ja, das ist eine Skype-Verzögerung. Ich finde, die Verbreitung ist da der wesentliche Faktor. Also warum sich irgendwie ein Indie-Entwickler heutzutage diesen Schmerz antut, sich bei Xbox Live irgendwie reinzutun, ist ja in erster Linie die Verbreitung der Hardware und die einfache Zugänglichkeit des Stores mit Kreditkarte und sowas. Wenn da entsprechende Infrastruktur in dieser Android-Konsole bereits drin ist und die Verbreitung von Anfang an gewährleistet ist, was ja jetzt durch dieses Kickstarter-Projekt relativ transparent ist, sofern die nicht irgendwie Mist bauen und das Ding am Ende nicht funktioniert oder sowas, was ich jetzt mal ausschließe, dann haben ja jetzt schon Entwickler im Grunde eine relativ gute, überschaubare Hardware-Basis, wo sie sagen können, ja, dafür lohnt es sich zu entwickeln. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Android als Spieleplattform durch diese Konsole einen unheimlichen Schub kriegt. Also zumindest ist es das zu wünschen. Ja. Also ich weiß nicht, das ist ja jetzt nur für diese Konsole an sich. Wenn du die Indie-Gamer dann anlocken willst, dann musst du ja für die auch in irgendeiner Form Hosting, Abrechnungssystem und bla 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 noch hinten auf. Ja, das werden sie ja haben, klar. Das ist ja das, was sie sagen. Sie sagen, sie wollen grundsätzlich Free-to-Play-Spiele haben, wobei Free-to-Play ist das, was wir gerade schon hatten, was Sven nicht mag, ne? Also dieses, du kannst es umsonst spielen, musst dann zwischendurch irgendwelche Gegenstände kaufen. Oder du zahlst, oder die andere Variante, die sie haben, die auch für sie Free-to-Play ist, dass zu jedem Spiel mindestens eine Demo existieren genau. muss. Oder eben du bringst Spiele rein, die gar nichts kosten. Was ich persönlich das Sympathischste finde, ja. Also das Xbox Live Arcade hätte ich bestimmt, also ich glaube 90% aller Spiele, die ich auf Arcade gekauft habe, habe ich gekauft, weil es eine Demo gab. Korrekt, und das ist auch immer das, was ich echt vermisse am PlayStation Store und so ein Kram, dass ja nicht zu jedem Spiel eine Demo da ist, ne? Aber egal. Aber sie wollen dann tatsächlich. Wenn es die gleiche Plattform ist, also mit der gleichen Hardware-Voraussetzung wie ein Android-Smartphone, wie ein Android-Tablet, woher wollen sie denn die Indie-Leute locken? Die sehen doch dann, okay, wenn ich ein Spiel für Google Play Store programmiere, habe ich schon eine viel größere Reichweite, dadurch, dass die ganzen Endgeräte ja schon so verbreitet sind. Aber dann hast du wieder die Diskussion, dass ja nicht alle Spiele gleichermaßen gut auf den Smartphones und Tablet funktionieren. Also du sagst, du spielst nicht so oft mit den Dingern, aber jeder, der schon mal länger ein Spiel mit irgendwelchen virtuellen Digitalpads oder D-Pads gespielt hat, der sagt, okay, das passt manchmal an vielen Stellen, ist aber Krampf, ich hätte lieber meinen echten Controller. Jetzt kann man dann auch immer noch sagen, hey, dann wird dann eben als ein Controller per Bluetooth mit deinem Smartphone und deinem Tablet gepaart und geht's auch weiter. Aber genau das ist es. Also manche Spiele, die funktionieren halt wunderbar mit einem Controller und genau das ist der Markt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da inzwischen eine Wegbereitung stattgefunden hat, weil durch solche Sachen wie Fez oder wie Braid oder wie sie alle heißen, sind ja Indie-Spiele auf den Konsolen auch ganz gut gefeatured und haben auch so eine Aufmerksamkeit bekommen. Also nicht umsonst gibt es ja sowas wie das Humble Indie Bundle, wo dann irgendwie das inzwischen ja auch eine relativ große Verbreitung gefunden hat und viele Leute, die sich das eben runterladen. Und wenn zum Beispiel sowas auch auf dieser Konsole stattfinden könnte, also ich fand dieses Video, was eben zu dem, ich will mal Kuja sagen, weil ich sie falsch aufgeschrieben habe, das Ding heißt irgendwie Uja, was da irgendwie gemacht wurde. Und da war so ein wesentlicher Punkt drin, dass eben die großen Konsolen, also sprich Microsoft und Sony, wahrscheinlich auch Nintendo, sich immer mehr zu so Monolithen entwickeln, wo du erstmal richtig zu Kreuze kriechen musst, um da reinzukommen. Also jeder kennt ja so Artikel, wo, also zum Beispiel Nintendo hat so eine Mindestausschüttung, ab welcher Summe sie überhaupt erst Geld an die Entwickler geben. Bei Microsoft musst du irgendwie, glaube ich, eine Entry-Fee zahlen oder irgendwie sowas. Also wahrscheinlich rede ich mich gerade wieder um Kopf und Kragen, aber irgendwie solche Auflagen gibt es halt. Und wenn die Hürde gering halten, genau. Also ja. Dann könnte ich mir echt vorstellen, dass das viele Leute auch dahin treibt und die dann erstmal sagen, so, hier, das gibt's auf Xbox Live, aber das gibt's auch für einen Euro auf Ouya. Und wenn die Konsole wirklich bei so einem Preispunkt von $100 bleibt, dann ist das auch so ein Ding wie, das nehme ich einfach mal mit.
Ja, aber du würdest die Konsole doch wahrscheinlich nicht extra kaufen, wenn du sowieso, vielleicht du als Geek noch, aber wenn doch die große Basis die Xbox 360 ist, mit, ich habe dazu noch gelesen, dass momentan in den Staaten täglich immer noch 5000 Xbox 360 über den Ladentisch gehen. Und wenn du mal guckst, dass die nach zwei Tagen jetzt gerade mal bei 30.000 sind, die Hardware-Basis muss erstmal erreicht werden. Ja. Natürlich sind die Zugangsvoraussetzungen, da gebe ich dir recht, die Zugangsvoraussetzungen sind komplett andere und sind wahrscheinlich viel einfacher. Und das ist der Knackpunkt. Aber da sind eben die Leute momentan wirklich mit dem großen Fragezeichen, rechnet sich das irgendwann? Ne? Also wer sollen die Entwickler sein? Und was passiert denn? Ist das vielleicht eine Konsole, wo auch die Großen mal draufspringen? Erwartet man, dass EA vielleicht da einen Madden mal rausbringt? Da war ja tatsächlich auf den Videos, die man gesehen hat, war dann so eine Kachel mit im Spiel, war dann tatsächlich Madden irgendwo drauf. Also ja, ich glaube, das muss sich erstmal entwickeln. Also ich würde jetzt auch nicht von vornherein sagen, dass das Ding irgendwie Konkurrenz zu den, also was heißt Konkurrenz? Konkurrenz schon, auf einem gewissen Marktsegment hat oder auf einem gewissen Niveau. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die wirklich ernsthaft die anderen Konsolen vom Markt drängen können. Nee, genau. Aber ich bin ja zum Beispiel großer Fan nach wie vor von meinem kleinen Wiz. Also das ist so eine Linux-Konsole, so eine Handheld-Konsole, auf der man eben auch mal also selber machen kann. Also vor allem so Homebrew-Software. Wo es eben dann Emulatoren für gibt oder Supports von älteren Spielen und sowas. Und dafür finde ich, das ist eine ganz, ganz tolle Anwendung, weil ich mache mir halt meine Xbox nicht auf, also im Sinne von Jailbreak, weil ich mag die Integrität dieses Systems und ich möchte da keinen Schindluder mittreiben. Und da wäre halt genau so eine Konsole, die von sich aus nur mit einem Switch im Optionsmenü irgendwie auf offen zu stellen ist, für mich eine echte Option, eben genau sowas mal zu machen. Nichtsdestotrotz steht und fällt es doch mit der verbreiteten Hardware-Basis. Also ja, klar, aber wie gesagt, also ich glaube, es gibt genug Leute, also wir reden jetzt auf zwei Feldern irgendwie. Zum einen, das gibt es genug Entwickler und da gebe ich euch recht, ne? Das muss ich erstmal zeigen, dafür muss eine Hardware-Basis da sein, dafür muss ein Killerspiel irgendwie da sein, eine Killer-Applikation da sein, die eben die Leute dahin treibt. Aber ich glaube schon, dass das sein Segment finden wird, weil den Drive, den das Ding gerade kriegt, ist beachtlich. Und wenn du sagst, es ist sogar schon in der Tageszeitung zu lesen, dann ist es nur eine Frage, bis es in den RTL2-News und in der Tagesschau ist. Und mal gucken, vielleicht steht das Ding irgendwann auch im Saturn und dann erklärt dir das hochqualifizierte Fachpersonal, dass das Ding auch toll ist. Mhm. Wer weiß. Eine andere Geschichte, die von vielen kritisch beobachtet wird, sind die Hardware-Spezifikationen, die relativ schwammig auf der Seite noch genannt wurden. Das Ganze soll eben so ein Tegra-3-Prozessor sein mit 8 GB nennen wir es einfach mal Plattenplatz. Es ist natürlich keine Festplatte, es ist irgendwie so ein Flash-Drive. Und 1 GB RAM oder sowas. Da sagen dann viele, okay, wenn das erst Anfang 2013 rauskommt, dann ist die Hardware doch jetzt schon wieder überholt, wenn sie denn rauskommt. Ich persönlich bin da nicht so sicher, dass das ein valides Argument, also natürlich ist es ein valides Argument, dass es aber irgendein Argument ist, das man berücksichtigen muss, weil ich behaupte, zumindest die Indie-Titel, die Top-Indie-Titel, die jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren rausgekommen sind, in dem Niveau werden die Spiele auch auf diesem Tegra 3-Ding mit 1 GB RAM und 8 GB Plattenplatz laufen. Also es soll mit Sicherheit keine Konkurrenz zu PlayStation 4 und Xbox 720, jetzt sage ich es schon selbst, werden. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Aber die Hardware-Specs finde ich jetzt noch nicht mal so kritisch. Also, Naja, auch wenn Nvidia jetzt vielleicht Ende des Jahres mit dem Tegra 4 um die Ecke kommt, heißt ja noch lange nicht, dass sie Tegra 3 einstellen und das nur noch als Ramsch an die Jungs da vermöbeln. Das geht ja dann nur in die breite Masse dann rein. Ja, hier im Chat kommt gerade von Marty D. übrigens das Stichwort Pandora. Pandora ist ja ein ähnliches Projekt gewesen oder sollte es sein. Ich habe keine Ahnung, wie der Stand der Dinge ist, aber irgendwann ist das ja auch ziemlich im Sande verlaufen. Und die hatten leider in einer sehr kritischen Phase, wo sie viel Drive hatten, unheimlich viele Probleme mit dem Gehäuse des Gerätes. Und ich habe dann irgendwann tatsächlich das Interesse verloren, weil ich für den Anwendungsfall, den ich hatte, tatsächlich mit diesem Wiz sehr zufrieden war. Also der Wiz ist halt so von diesem GPX-Projekt, das ist im Grunde so eine fast schon kommerzielle Herangehensweise an das Ganze, während dieses Pandora eben so ein Projekt von Fans für Fans war. Also das war eben so ein halbes Kickstarter-Projekt eigentlich. Aber was ist bei dem GPX und bei dem Wiz, was kommt da an nennen wir es wirklich mal, Top-Titel raus? Gar nichts. Also und Top-Titel meine ich jetzt nicht hier die Call of Duties dieser Welt und was auch immer, sondern die Top-Indie-Titel, die darauf vielleicht umgesetzt werden. Also das. Ja gut, also die Hardware von dem Wiz war jetzt schon veraltet, als das Ding, als ich mir das Teil zugelegt habe. Das könnte aber das Problem auch von dem Gerät jetzt sein. Ja, also das sage ich ja. Da gibt's viele Stolpersteine, die es da irgendwie, die da einem passieren könnten. Aber erstmal finde ich das durchaus eine gute Herangehensweise. Ich weiß gar nicht, ob jemand mal irgendwie erzählen könnte, vielleicht jemand, der sogar eine Pandora hat. Ich habe noch niemandem geredet, der das Ding wirklich mal in Händen hatte.
Würde mich echt mal interessieren, also auch für zukünftige Quopcasts, wer das hier hört, gerne mal Mail an uns und dann gegebenenfalls mal melden, weil das wäre auch ein interessanter, vielleicht holen wir uns da auch mal irgendjemand aus dem Umfeld, der ein bisschen was dazu erzählen kann, dass wir irgendwie mal wirklich so ein Exoten-Special machen oder sowas. Und damit meine ich nicht so Exoten wie dich, Schuh, sondern Exoten-Hardware. Hey. Der musste jetzt einfach sein. Aber da können wir doch Schuh zusammen drüber lachen, oder? Ja, der ist okay. So halt wieder ein Bart. Ja. Ich habe letztens, als mir einer von unseren treuen Quop-Konsumenten, ich sage ja immer Quop-Sumenten, aber Thomas Hacker hat mir gesagt, ich soll dieses Wort nicht benutzen, es ist furchtbar und er hat recht. Er hatte mir einen Screenshot geschickt von, weiß ich nicht mehr, was das war, auf jeden Fall ein Screenshot von seinem Smartphone. Und schön konnte man dann sehen, dass da auch der Virenscanner drauf war. Und das ist eine Befürchtung, die ich dann bei der Konsole allerdings auch habe. Wenn das denn so offen ist, dass dann irgendwelche Säcke wieder, ne, alles verseuchen, dass dann direkt als erstes im Store der Virenscanner zu finden ist. Es könnte natürlich dann auch die AAA-Titel-Programmierschmieden sein oder die Konsolenhersteller. Ja, ja wohl eher nicht. Also schwierige Verschwörungstheorien hier. Ja. Ja, also aber die Verschwörungstheorien mal außen vor. Aber diese Virenproblematik ist ja bei Android-Handys ja wohl nicht ganz von der Hand zu weisen, oder? Schuh, wie du kennst dich mit Android besser aus als wir. Ich sag mal, wenn man ein Virus auslöst, ich habe ja Erfahrungen in Viren auslösen, das wisst ihr ja auch noch. Oder Micha weiß es zumindest. Es war, was war es, dieser I Love You-Virus, ne? Ja. Super, hier. Dreimal Daumen hoch für alle. Prost. Gott. Wikipedia, I love you, Virus. Ich glaube, da stehst du sogar namentlich erwähnt. Nein, stehst du nicht. Ich bin sogar bildlich da abgebildet als I love you, Virus-Verbreiter. Das schwächste Glied ist ja immer noch der Mensch, der das Ding bedient. Das ist richtig. Ja gut, aber wenn es ein wirklich komplett geschlossenes System ist, wo eine Phalanx von willigen, in dem Fall Apple-Mitarbeitern, jedes Byte einmal umdreht, dann ist die Geschichte mit Viren ein bisschen schwieriger als in der Android-Welt, wo du sagst, ach, jetzt lade ich mir ja von der Seite dieses Ding runter, installiere das mal munter und zack, und schon sehe ich da lustige Eselbilder, die... Wer sowas macht, das ist... APKs runterladen, da drauf bügeln oder vielleicht noch anfängt dann... Ich meine, es gibt Gruppen, die das gerne machen, Handys routen, da Custom-Firmware drauf bügeln und so weiter und so fort. Wenn sie es nicht mal machen wollen, dann sollen sie es machen. Ich bin kein Freund davon, ich werde es auch nicht machen. Wobei viele mich schon gefragt haben, also ja, willst du nicht mal Jellybean schon mal auf ein Gerät drauf machen? Ich meine, ich mach das nicht. Dann warte ich lieber, bis das abgesegnet ist und rauskommt. Die begeben sich selber in die Gefahr. Und wenn sie dann eben halt das selbst schuld. Ja, aber komm, selbst schuld bei der ganzen Virengeschichte kannst du nicht sagen. Kannst du genauso mit jedem PC-Besitzer sagen, boah, Virenscanner brauchst du nicht, bist halt selbst schuld, wenn du auf einmal so ein Ding dir einfängst. Ist es ja im Endeffekt ja auch. Weiß ich nicht, nee. Solange da nicht irgendeiner dann in dein Netzwerk reinkommt und das da drauf spielt, ist doch immer noch der Bediener eigentlich der Schuldige. Klar, es gibt natürlich den Schuldigen, der den Virus programmiert hat und so ein Kram. Und den verbreitet. Ja. Ich sag's mal, ich bin ein gebranntes Kind. Ich sehe es ein, dass ich den Fehler begangen habe, den ausgelöst habe und damit fast eigentlich einen kompletten Tag bei Giga ruiniert hatte. Ja, um hier Speisebälle im Chat aufzugreifen, du warst der Schuldige. Ja, der Schuldige, ja. Ja. Mann, diese Wortspiele, die ich... Egal. Ja, Sven, du hast das Projekt noch nicht gebackt, um jetzt zum Ouya zurückzukommen. Nee, aber du weißt ja, wie das so ist, wenn Dinge knapp werden oder man mir zumindest latent einredet, dass Dinge knapp werden, dann werde ich sehr schnell schwach. Das ist ein guter Punkt. Spreiselbärl hat nämlich echt gerade im Chat auch gefragt, was denn mein Grund gewesen ist, warum ich das Ding dann sofort bestellt habe. Und als ich gestern Morgen... Lass mich halt nicht zu Ende reden, macht doch nichts. Doch, aber ich gehe nur nicht. Ist es auch nicht. So, jetzt mach ich doch Quatsch. Einfach weggehen. So, Sven ist tot, er hört nichts mehr, er sieht nichts mehr, er ist aus dem Bild raus. Haben stumm geschaltet, ist total egal. Jetzt hat er mich rausgeholt, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Nee, das war du auch wolltest erklären, wieso du diese Konsole da gebackt hast. Genau, das war tatsächlich auch der Grund, als ich gestern Morgen aufgestanden bin und das gesehen hatte, dass da dieses Ouya-Projekt und witzigerweise ja sogar von einer Person, die ich persönlich kenne, also andere Geschichte,
dann gestartet wurde und ich habe gesehen, okay, da kannst du, also die ersten 1000 waren weg und jetzt ist nochmal ein Paket von 5000. Das, was Sven gesagt hat, da ist dann diese Begehrlichkeit einfach da, da musste man dann einfach zuschlagen und ich habe dann zugeschlagen. Jetzt, wo momentan 80.000 da steht und gerade mal und noch 50.000 zu haben sind, weiß ich nicht, ob ich da jetzt schon zuschlagen würde oder vielleicht nachher erst, wenn morgen, wie Sven wirklich sagt, die RTL-Nachrichten darüber berichten, die Tagesschau darüber berichtet und sonst irgendwas. Also Sven, ich muss Abbitte leisten, komm bitte wieder. Sven, bitte. Ich weiß nicht, ob dieses Projekt da niemals ein größerer Erfolg wird. Ja, du hast es gehört, was ich gesagt habe. Mir ging es tatsächlich genauso wie dir. Nee, ich war Spülmaschine ausräumen. Das ging aber schnell. Nee, doch, natürlich habe ich das gehört. Ja, und? Das heißt, morgen, wenn dann nur noch 10.000 zu haben sind, dann schlägst du dann zu. Ja, wie das ist, ich werde bis zum letzten Drücker warten und dann werde ich den verpassen und dann werde ich mich ärgern. Du, es wird ja danach, so Gott will, in den Handel kommen. Ne? Ja, für $250. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja, nee. Oder vielleicht doch. Würde ich eben nur wünschen. Der besagte Stift kostet jetzt $100 statt $50. Also das ist vielleicht nicht so abwegig. Tja. Aber ja. Was spricht dich denn da an? Also ist es wirklich erstmal nur diese Begehrlichkeit? Da redet alle Welt drüber und dann habe ich verpasst, es zu bestellen? Oder ist das schon dieses, also du bist jetzt ja nicht so der große, ja doch schon, du hast ja auch dieses Legend of Grimrock und so, du spielst ja schon so Underdog-Titel. Ja, manchmal, nee, in erster Linie interessiert mich daran so eben wirklich das, was mich auch am Wisp gereizt hat eben, dass ich ein System habe, wo ich, ja, Ports drauf laufen lassen kann für Spiele, für die es einfach aktuell keine vernünftige Umsetzung mehr gibt. Also ich würde mir auch wünschen, dass diese Szene da etwas aktiver wird, weil, oder was heißt, die Szene kann ja teilweise nicht aktiv werden, weil manchen Spielen der Source Code einfach noch nicht veröffentlicht wurde, sodass der Port ein Ding der Unmöglichkeit ist. Du redest also gerade mal wieder von Doom, sobald da Doom drauf läuft, ist alles okay. Der Source Code veröffentlicht, das wird ganz schnell gehen, dass das da drauf läuft. Ich weiß nicht, sowas wie System Shock 2 zum Beispiel würde ich tierisch gerne nochmal spielen. Ja, von wem sollte der Source Code denn veröffentlicht werden? Ja, sag ich ja. Das ist halt unmöglich. Deswegen würde mir auch diese Konsole dann nicht weiterhelfen. Aber das wäre jetzt mein primärer Anwendungsfall. Vielleicht auch irgendwie mit Emulatoren irgendwas machen oder sowas. Oder vielleicht kommt ja wirklich das ein oder andere tolle Spiel raus. Also, wobei mich das tatsächlich jetzt persönlich nicht so wirklich reizt, weil wenn ich schon kleinere Spiele spiele, das habe ich ja auch schon auf der Wii U-Veranstaltung dazu dir gesagt, gerade so Minispiele sind irgendwie nicht mein Ding, dafür fahre ich keine Konsole hoch. Also, dann wäre zum Beispiel auch interessant, ob das Ding so ein Standby hat, das dann so instant on ist. Also sprich, Fernseher an, ich drücke drauf und das Spiel ist noch da, wo ich aufgehört habe und das Ding muss nicht erstmal booten und Hauptmenü und Werbeeinblendung und das ist von dem Entwickler und von dem Entwickler und von dem Publisher und hier ist das Hauptmenü und wir erklären ja nochmal, wie es geht und dann bin ich im Spiel und dann... Aber dieser Fernseher ist tatsächlich der zweite Grund dann gewesen. Also ich bin ja hier auch als Mac-User so ein Mensch, der eigentlich keinen PC zum Spielen hat. Wir Mac-User wissen, gut, bei den Indie-Titeln sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus. Die kommen oftmals auch für den Mac raus. Genau, bei so Indie-Titeln wie Diablo oder StarCraft. Ja, okay, das von Blizzard, das ist ja schon gelernt, dass das immer für Cross-Plattform kommt. Ich bereue es gerade, dass du wieder da bist. Ich kann wieder gehen. Nein, bleib ruhig einfach voll. Jetzt geht der wieder. Okay, super. Diablo und World of Warcraft mal außen vor gelassen. Also, natürlich, von vielen Indie-Titeln kommen Mac-Versionen jetzt. Aber trotzdem, sie kommen dann meistens für den PC, in was auch immer. Und momentan bin ich noch weit davon entfernt, auch wenn es mittlerweile viel, viel einfacher ist als früher, mir irgendwie einen kleinen PC zu nehmen, eben mit HDMI-Kabel an die große Kiste, an den großen Fernseher anzuschließen und es dann zu spielen. Weil beim PC bleibt immer noch die ganze Geschichte, du musst rumfrickeln, du musst den Controller irgendwie konfigurieren, dass er dann läuft, du musst das machen und das machen, ständig irgendwelche Updates von irgendwelchen komischen Grafiktreibern. Dieses System ist ja erstmal out of the box ein feststehendes spezifiziertes System, das sich ja nicht großartig ändern wird. Das heißt, es wird angeschlossen, es ist angemacht und die Spiele starten, so Gott will. Und das finde ich ja tatsächlich... Ja, warte ab, bis dann das erste Android-Update dafür rauskommt. Ja. Und
Lass mich doch in meiner. Plötzlich nur die Seriennummer von 3000 bis 4000 aktualisiert werden, dann alle anderen plötzlich anfangen zu schreien: Ah, ich muss mein Custom Raum drauf spielen, darf ich das vorher bekommen? Ja. Nee, aber lass mich doch mit meiner rosaroten, schönen Einhornwelt einfach so bleiben, wo ich denke, das wird genauso wie bei den anderen Konsolen sein. Du schaltest an, ist alles toll. Das wäre für mich ein Argument, wenn ich sage: Okay, ich weiß, dass die Entwickler von tollen Indie-Titeln es nicht nur für den PC, für den Mac, sondern eben auch für Ouya rausbringen. Ich kann es für ein Apple und ein Ei kaufen, kann es mir auf die Konsole ziehen und zack, auf Knopfdruck kann ich es einfach problemlos spielen. Das wäre der zweite Grund, warum mich dieses Ding fasziniert. Damit man die Indie-Titel schön auf Konsolenart spielen kann. Ich würde mal dieses Wort Indie mal so interessieren. Sind die wirklich so independent, die Indie? Programmierer schmieden? Spiele schmieden? Einige bestimmt. Andere sind vielleicht irgendwie latent mit ihm irgendwann verbunden. Oder sind mittlerweile nicht mehr Indie, sondern sind so hier PopCap-mäßig von EA irgendwann mal aufgekauft worden. Ne? Ich weiß nicht, wenn er jetzt plötzlich dann da auf Ouya vielleicht einer dann Erfolg hat und dann kommt Microsoft und sagt dann so: Mach mal Halo 5. Finde ich auch gar nicht schlimm, aber ist doch tatsächlich nicht schlimm. Wenn dann weiter alle gängigen Plattformen damit bedient werden, ist doch super. Also habe ich doch gar kein Problem mit, finde ich doch einfach nur gut. Aber für mich geht es eher darum, ich möchte diese typische Konsolentechnik haben, also wirklich das Plug and Play, das immer so viel gepriesen wird, einfach anschließen, anmachen, spielen. Und das dann auch noch mit den großen Titeln, die man vom PC und Mac kennt, fände ich super. Tja, ob das jemals so sein wird, weiß ich nicht, wird man sehen. Aber es hat mich auf jeden Fall jetzt animiert, $149 in die Hand zu nehmen, das Ding zu kaufen mit einem zweiten Controller. Okay. Und ich fand ja besonders sympathisch, dass der Controller ein Controller ist, so mit Knöpfen und Sticks. Und dem Touch-Ding. Ja, das finde ich ja sinnvoll in Bezug auf, dass man meistens Touch-Spiele darauf als Umsetzung haben wird. Aber es hat jetzt nicht so einen Nagesensor. Dieses meistens finde ich ja falsch. Also es wird für die Leute, die so Touch-Spiele im Android-Store haben, wird es einfach sein, die darüber zu bringen. Ich behaupte aber nicht, dass das der Großteil der Spiele so sein wird, der dann auch erfolgreich darauf sein wird. Das ist eine Möglichkeit, die man da noch hat, dass man dann eben Tiny Wings gibt es nicht dafür, aber eben sowas wie Tiny Wings spielen kann, weil man eben so ein Touchding hat. Andere Touchgeschichten. Für Tiny Wings brauchst du keinen Touchstick, für Tiny Wings brauchst du einen auch Knopf. Button, ja. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Und das ist bei vielen Spielen so. Also, guck dir mal die Touch-Spieler an. Also Touch ist ja wirklich bei so Sachen wie Brettspielen oder sowas jetzt wirklich relevant. Aber die wirst du darum, Spiele die wirst du da aber doch, nicht sinnvoll benutzen können. Nee, deswegen ja. Also die meisten Spiele bilden dann doch virtuelle Kontrollen ab. Und bei so sowas ja. Wie so ein Brettspiel oder sowas wirst du auch damit nicht spielen können. Dann wirst du wieder die Mauszeiger abstrahieren. Aktion haben und das ist dann wieder doof. Genau. Ja, aber es geht um Wischgesten, Wisch und was weiß ich, Gesten oder sowas oder Pinch-Gesten oder sowas. Das ist doch alles damit dann super, da möglich, was du sonst nicht machen kannst. Ist auch egal. Ninjas dieser Welt. Ich will die ganzen Android-Umsetzungen will ich ja gar nicht haben von den Smartphones. Das ist ja egal. Naja, Schuh, du hast gerade mal gefragt, wann das rauskommen soll. Momentan geben sie auf der Kickstarter-Seite an, es soll im März 2013 rauskommen. Ich habe da jetzt nicht so große Erfahrung mit Kickstarter-Projekten. Ich habe von einigen schon gehört, dass die wenigsten Kickstarter-Projekte diesen Termin tatsächlich mal einhalten. Das ist immer nur so ein Richtwert. Das kann sich also verzögern. Ich weiß, dass die Shadowrun-Typen, dass die schon mal gesagt haben, sie hätten, glaube ich, auch irgendwie Januar rangegeben, Januar 2013 für ihr Spiel. Sie haben letztens in einem FAQ-Video gesagt, Januar wird es definitiv nicht werden. Sie versuchen Frühjahr 2013. Also bitte alles immer nur als Richtwert sehen. Aber sie sagen selber, also. Ich würde aber noch eine andere Statistik von Kickstartern mal interessieren. Und zwar, konnten sie auch wirklich alle bedienen, die da gebackt haben? Ja, das ist ja ein Muss. Das ist ja tatsächlich ein Muss. Das ist ja die Kalkulation. Was passiert dann, wenn die eben halt dann nicht die nötige, sag ich mal, Kapazitäten ausliefern können? Ich glaube, wenn das bei einem größeren Projekt schon mal passiert wäre, hätte man davon gehört. Ja. Also weil Shitstorms sind ja immer sehr einfach zu. Ja, okay, das stimmt schon. Aber gibt es dann eigentlich von Kickstarter dann eigentlich auch irgendwelche, keine Ahnung, Konventionalstrafen? Wie auch keine Ahnung, mit Sicherheit. Mit Sicherheit wird es da irgendwie Sachen geben. Wobei Kickstarter schon oft sagt, das ist dann nachher alles Projekt. Einstellersache, aber es soll ja tatsächlich so kalkuliert sein. Also du kannst nur Sachen reinstellen oder sollst nur Sachen reinstellen, die du auch wirklich bedienen kannst. Und das ist ja wahrscheinlich auch noch nicht mehr das Problem, weil wenn die wissen, so die Herstellung eines Geräts kostet
ich sage jetzt einfach mal 70 oder tatsächlich vielleicht genau diese 99 Euro, dann können sie eben eine Summe reinstellen und sagen, hey, für jeden, der 99 Euro zahlt, wird dann halt ein neues Gerät noch in Auftrag gegeben. Ich glaube, die größte Hürde ist ja tatsächlich erstmal die Grundfinanzierung für die meisten, dass man erstmal die initiale Summe hat. Und das war hier überhaupt gar kein Problem. Das war ja ein paar Stunden schon erreicht. Ja. Aber ich bin gespannt. Also wenn tatsächlich, also sie sollen einen Prototypen haben, der grundlegend auch funktioniert. Schau mal, ich habe keine Ahnung, wie schnell sowas geht. Ich habe an vielen Artikeln gelesen, dass gerade die großen Konsolenhersteller eher von Jahren ausgehen, in denen eine Konsole vernünftig entwickelt wird, sowohl von der Hardware als auch dann von Oberfläche und der SDK und sowas. Ich bin gespannt. Ich weiß auch nicht, wie lange die jetzt dran sitzen schon. Oder sie setzen ja wirklich auf relativ bestehende Sachen auf. Also Android existiert als Hardware, als Softwaregrundlage, die Hardware ist auch vorhanden. Ja. Man muss ein Gehäuse bauen, man muss es zusammenpacken, man muss gucken, dass es die Hitzeentwicklung stimmt, man muss den Controller in erster Linie bauen. Naja gut, sie müssen ja irgendein System drumherum. Also ich denke, ja gut, ich zumindest sah es so aus, als wenn sie so ein Notification-System haben wollen, als wenn sie so ein Matchmaking-System, also quasi so ein Xbox Live und PlayStation Network nachgemacht. Und dafür muss es klar definierte Schnittstellen einfach geben für die Entwickler. Und wie weit die da sind, ich weiß es nicht. Aber sie haben ja noch ein Jahr Zeit. Letztendlich ja, und so viele Informationen sind auch nicht da. Was auch faszinierend ist, dass dabei so wenig Informationen der Hype so groß ist. Ja, dich spricht es überhaupt nicht an, weil du sagst, dann schließe ich lieber mein Tablet an, oder, Schuh? Nee, auch nicht. Du spielst gar nicht mehr. Ist ja denn, da kommt MechWarrior Online raus. Free-to-play, das kommt da raus, ich sag's dir. Ja, also auf meiner Xbox spiele ich ab und zu mal. Da gebe ich zu, das ist einfach, Ladezeiten sind einfach grausig. Ich würde mir auch am liebsten das wünschen, was Sven dann sagt. Irgendwo aufhören, das Ding fährt in Standby, draufdrücken und dann schwuppdiwupp ist das Ding binnen von 2 Sekunden wieder da. Und man könnte das Spiel da wieder aufgreifen, aber nie erstmal dann runterfahren, dann ins Menü, dann wieder das Ding starten, bla bla bla. Da habe ich auch keine Lust mehr. Okay. Es ist zwar schon neu, ich werde gerade angegriffen von einer Katze. Ja. Das passiert. Soll ich mal die Kamera jetzt stundenlang auf dich richten, damit wir sehen, wie du gleich zerfleischt wirst? Nee, lieber nicht. Kein Blut, wir sind noch vor 22. Ach so. Ich kann da ein gutes Wort einlegen, dass wir spät nach hinten kommen, dann können wir hier Splatter und Gore zeigen und eben einem, denn die nachfolgenden Szenen sind nicht für Erwachsene unter 41 Jahren oder so. Naja. Nee, um da mal wieder auf diese Spielen, ich weiß gar nicht, wieso. Also ich habe momentan nicht die Bedürfnisse, exzessiv zu zocken. Ja, aber als Star Wars Online rauskam, da habe ich mich mal wirklich dann jeden Tag 3-4 Stunden dran gesetzt, auch wenn ich böse Blicke hier zu Hause geerntet habe. Aber seitdem eigentlich nicht mehr. Okay. Xbox ist mittlerweile auch nur bedingt an. Sachen gibt's. Der ist dann aus dem großen Zocker, ist dann jetzt hier so. Na gut. Ja, die großen Zockerzeiten, was haben wir denn bei Giga-Zeiten früher? Ja, immer gespielt? Das muss man gar nicht mehr erwähnen. Die Spiele, da schämt man sich ja für. Ich habe da so Ideen mit einem Rangsystem für Counter-Strike übrigens. National Body Counters, oder wie hieß das Ding? Ja. Mhm. Oh Mann. Ja. Bernd möchte wissen, ob du Diablo 3 spielst. Bernd spielt anscheinend ja nichts anderes mehr. Diablo? Mhm. Gut, damit haben wir das auch erledigt. Danke, bist glücklich, kannst weiter Schweden gucken gehen. So ist es. So. Schweden gucken gehen? Hatten wir vorhin, nicht du, Bernd, hatten wir vorhin. Nicht drüber nachdenken. Sven, welche Themen hast du noch? Können wir mal langsam zum Schluss kommen hier? Ich muss noch 2 Stunden auf die Autobahn. Och. Ich bin themenmäßig tatsächlich relativ durch, also mit dieser Konsole jetzt. Ich habe im Reader jetzt muss ich unterbrechen. Jetzt muss ich hier. Ja, ich sehe gerade bei der Zeitung, wenn ich hier hochhalte, dann steht dann hier unten. Nein, jetzt bleib mal. Da steht dann sich gerade: China verschärft Internetzensur. Schuh, wie sieht's aus? Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ja, genau, natürlich. Also wenn I love you Virus. Wenn wir dich jetzt schon mal hier so als Mann an der Quelle quasi haben, ja. Wir kommen alle in den Knast, wenn das so weitergeht. Ich kann auch eine Anekdote aus meiner Bundeswehrzeit sagen. Da stand wirklich da ein wie nennt man die, Anwerber oder irgendein Offizier von der Bundeswehr mit goldenen Streifen. Das war ja immer dann so ein Zeichen für MAD und die wollten mich ja haben. MAD? MAD, Militärischer Abwehrdienst. Okay. Okay, oh, jetzt wird es aber echt spannend. Wollen Sie nicht Berufssoldat werden? Ich so, nee, denke, ich mache nur meinen Grundwehrdienst und dann bin ich weg. Du
wollten dich tatsächlich zum Spion aufbauen. Ich weiß nicht, es hätte auch sein können, ich habe keine Ahnung, da ich das Angebot ja dankend abgelehnt habe, kann ich dir nicht sagen, was mein Einsatzfeld gewesen wäre. Es hätte auch sein können, dass ich einfach in einem Bunker gesessen hätte und den chinesischen Radio abhören musste. Und so hast du in einem Bunker gesessen und hast dann irgendwelche Hardware-Tests gemacht und Leuten E-Mails geschrieben, wie sie den Drucker anschließen können. Ja, es hat sich doch alles nicht so verändert dann. Sven, aber ich habe dich jetzt gerade echt unterbrochen, weil ich diesen blöden China-Gag bringen wollte. Ja. Ja, Internetzensur. Irgendwann wird das chinesische Volk dann auch seine Kanäle finden, um auch diese Zensur zu umgehen. Aber das ist ja tatsächlich jetzt ist ein Klischee, aber du hast ja doch Verwandtschaft da drüben. Ist das mal irgendwie so ein Thema, dass sowas dann kommt und sie beschweren sich jetzt, ich meine, das hört jetzt keiner zensurtechnisch bei euch? Nee, also bei uns hat sich keiner beschwert. Also ich höre auch nicht das ominöse Knacken in der Telefonleitung, wenn ich mit meinen Verwandten telefoniere oder wenn meine Eltern mal in China sind. Die haben ganz normal Internet, surfen mit ihrem iPad in der Gegend rum. Klar, einige Seiten funktionieren vielleicht nicht, aber das kümmert meine Eltern überhaupt nichts. Skype funktioniert. Ich kann ganz normal mit denen skypen. Und ansonsten... Passt. Nee, fiel mir jetzt nur echt gerade ein, weil du ja so die Verbindung dahin hast, aus irgendwelchen Gründen, die ich mir jetzt gerade nicht erklären kann. Aber. Nee, okay, meine Facebook-Verwandten oder was heißt die Verwandten, die in Facebook sind, die sind ja nur in Hongkong und Hongkong ist ja so ein bisschen... Ja, stimmt, das ist tatsächlich ja ganz anders. Richtig. Ja, aber jetzt, Sven, komm, jetzt durfst du deinen Satz endlich zu Ende sprechen. Ich halte mich jetzt auch wirklich geschlossen. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Thema jetzt überhaupt noch irgendwie groß ansprechen sollten, weil da müsste man eigentlich erstmal recherchieren, was es in der Zwischenzeit an Wogen geworfen hat oder Entwicklungen in der Richtung vielleicht schon gegeben hat, weil der Artikel ist vom 3.7. Und da geht es um ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, nachdem gebrauchte Software weiterverkauft werden darf. Und neu an dem Urteil ist, dass es sogar auf nicht körperliche Kopien sich bezieht und damit sind eben Downloads gemeint. Und das würde ja bedeuten, dass wenn dieses Urteil jetzt, also es ist ja für diesen speziellen Fall wohl rechtskräftig, aber damit ist natürlich jetzt ein Präzedenzfall geschaffen, der eventuell weitere Entwicklungen nach sich ziehen könnte, bis hin zu, wenn wir mal utopisch denken, zu einer Welt, in der es auf Download-Titel keinen DRM mehr geben darf, beziehungsweise zumindest übertragbaren DRM. Aber ich muss jetzt wie gesagt dazu sagen, dass ich, seit ich diesen Artikel hier in meinen Reader geschmissen habe, nicht mehr nachrecherchiert habe, was inzwischen es da für Entwicklungen gab. Aber vielleicht weiß der Chat ja mehr dazu. Das wird er aber bestimmt nicht in 2 Minuten sagen können. Deshalb sollten wir dieses Thema einfach mal so im Hinterkopf abspeichern. Und die Leute, die jetzt den Livestream gesehen haben, die Sendung geguckt haben, den Videopodcast geschaut oder den Audiopodcast gehört, die können ja einfach eine E-Mail an entweder micha@quop.net oder sven@graforama.de schicken. Dann, was lacht denn ihr? Ich habe nur irgendwie jetzt, das ist gar nicht so einfach, wenn man, ja, du kennst das von früher, wenn man reden muss und gleichzeitig irgendwas bedienen. Und da ich hier quasi meine Ein-Mann-Regie bin, aha, und jetzt eben meine E-Mail-Adresse einblenden wollte, ist das gar nicht so leicht. Ja, mach das doch einfach einfacher. Sag doch einfach, das liegt an deinem Alter. Schön, dass wir jetzt endlich zum Ende kommen. Du machst ja oft Witze mit deiner Demenz und sowas. Nur es war jetzt gerade das erste Mal, wo das wirklich echt war. Also liebe Kinder, das war gerade wirklich echt. Micha hat gerade wirklich für eine Nanosekunde seinen Namen vergessen. Ihr wart live dabei. Was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall, dieses Thema Gebrauchtspiele schreibt oder überhaupt Gebrauchtitel, schreibt eine E-Mail an uns. Die Leute, die diesen Stream jetzt gesehen haben, achtet mal drauf, wenn das dann jetzt in irgendeiner Form digital weiterverbreitet werden wird, dann rausgeschnitten, über die ganzen Kanäle, ob das rausgeschnitten wird. Deswegen nur die Live-Zuhörer und Zuschauer wissen jetzt mehr. Ja. Aber wirklich nochmal separat der Aufruf, wirklich, wenn ihr jemanden kennt oder selber eine Pandora habt, dann meldet euch wirklich gerne mal. Weil da würde ich wirklich extrem gerne mal was drüber hören. So, wir kommen zum Ende. Ich leite das Ende ein. Schuh, vielen Dank, dass du uns so tatkräftig zur Seite gestanden hast, dass wir neue Einsichten in dein Leben als Krämer im Gemischtwarenladen für Gadgets erfahren haben. Dass wir wissen, dass du eigentlich nichts mehr spielst und nur noch für MechWarrior Online lebst. Und ich habe keine Ahnung, was sonst noch. Ich komme aus dem Satz nicht mehr raus. Trotzdem, danke, dass du dabei warst. Ja, und dass ihr auf meine Kosten Witze machen konntet. Natürlich. Hallo. Schuh on Quop. Quok. Auf deine jetzt. Kosten. Also bitte, umgekehrt wird ein Schuh draus. Ja.
Da hat er die ganze Zeit drauf gewartet. Aber da hätte man so viele blöde, echt überflüssige Sachen machen können. Aber der nächste Quokkast kommt bestimmt, ne? Nein, wir wollen nicht drauf rumreiten. Danke, Sven, dass auch du dabei warst. Aber du bist ja immer dabei, deshalb ist es ja doch immer wieder schön. Gast in diesem Fenster hier und wenn da kein anderer rein muss. Also ich bin der Default-Inhalt dieses Fensters. Ich lebe auch eigentlich nur noch in diesem Fenster. Ich habe überhaupt keinen Unterkörper mehr. Und ja, das ist eine traurige Geschichte. Da gibt es nichts mehr zu sagen, deshalb auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Herrschaften. Bis dann. Bis dann. Tschüss.